Ich darf Sie, ich darf die Sachverständigen, darf auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich begrüßen. Bei der Gelegenheit mal die Frage, ist mal gemessen worden, wie viele Leute uns überhaupt zuschauen? Okay, also wahrscheinlich Tausende, wir können es nicht genau feststellen. Die Sitzung heute ist wie immer öffentlich. Begrüßt habe ich Sie. Ich darf ganz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag entrichten an Herrn Professor Dr. Mellinghoff, der tatsächlich mit mir am 25. November Geburtstag hat. Das wusste ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und ach, er ist gar nicht da. Okay, aber dann da schreibe ich ihm. Und Professorin von Achenbach hat auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch ins Protokoll. Okay, bitteschön, Herr Heben. Und da der Herr Vorsitzende es eben schon in einem Nebensatz selbst angesprochen hat, er hatte auch Geburtstag. Und ich denke, ich darf im Namen aller auch sehr herzlich zum runden Geburtstag gratulieren. Vielen Dank. Manchmal freut man sich doch über Beiträge aus der Union. Aber wieder zur Sache. Nein, ganz im Ernst, ganz herzlichen Dank. Glückwünsche sind ja eine unwiderrufliche Erklärung insofern. Ansgar, vielen Dank. Das streng einseitig. Und auch bedingungsfrei. Okay, dann zu Personalien möchte ich noch auf einen Mitgliederwechsel hinweisen bei den Grünen. Ah ja, genau, da haben wir es. Der Kollege Mike Außendorf ist da für die Kollegin Ulle Schaus. Ja, dann zu den Sachthemen. Wir behandeln heute das Thema Modernisierung der Parlamentsarbeit. Das umfasst im Wesentlichen drei Aspekte, nämlich die attraktiveren, transparenteren und unter Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung effektivere Gestaltung der Parlamentsarbeit. Das wollen wir unter Top 1 behandeln. Dann die bessere Einbeziehung der Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern. Das wäre der zweite Tagesordnungspunkt. Und als dritten Tagesordnungspunkt die stärkere Wahrnehmung parlamentarischer Rechte, gerade im Hinblick auf internationale Entscheidungsprozesse. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass die Sachverständigen zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit für ein Eingangsstatement zu allen Themen haben. Zu den einzelnen Themen wurden auch Leitfragen zwischen den Obleuten vereinbart und den Sachverständigen zugesandt. Einige Sachverständige haben auch schon vor der Sitzung schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Herzlichen Dank an der Stelle dafür. Ich darf dann nun die Sachverständigen bitten, die mündlich Stellung nehmen möchten, um ihr kurzes Eingangsstatement, bevor wir dann in bewährter Manier in die einzelnen Themen einsteigen und Nachfragen gestellt werden können. Die Eingangsstatements sollten möglichst nicht länger als 4 Minuten sein. Die Zeit wird Ihnen wie immer angezeigt. Und ich bin von den Obleuten wieder gebeten worden, auf die Einhaltung der Redezeit zu achten. Da will ich auch heute darauf hinweisen, es ist ja unsere letzte, in Anführungszeichen, Arbeitssitzung. Das heißt, wir hätten jetzt nicht noch eine weitere Sitzung, wo wir ein Thema, was heute nicht behandelt wird, dann weiter behandeln können, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. So, letzte Sitzung haben wir mit den Sachverständigen Statements links begonnen. Deswegen würde ich jetzt hier auf der rechten Seite in die Online Übertragung wechseln, wobei ich gerade sage, Herr Professor, höre, Herr Professor Šešek ist noch nicht da, dann würde aber ich gleich ihn anstellen und frage, ob Frau Professorin Schmal da ist und würde ihr das Wort erteilen für ihr Eingangsstatement, wenn Sie möchten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Sie können mich gut hören? Sehr gut, ja. Stärkeren Wahrnehmung parlamentarischer Rechte im Rahmen internationaler Entscheidungsprozesse. Mir erscheint nämlich eine moderate Ergänzung von Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz überlegenswert. Danach bedürfen bekanntlicher Verträge des Bundes der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Und dass jeder völkerrechtliche Vertrag des Bundes der Zustimmungspflichtigkeit des Bundestages unterliegt, steht im Zeichen der Parlamentarisierung der Außenpolitik. Und hierfür gibt es auch eine Vielfalt von guten Gründen, demokratische Kontrolle der Regierung, Sicherung des innerstaatlichen Vollzugs des völkerrechtlichen Vertrags, aber auch natürlich gewaltengegliederte Argumente. Nicht geklärt ist aber, ob das Erfordernis eines Zustimmungsgesetzes des Bundestages auch für das Anbringen und die Rücknahme von einseitigen Interpretationserklärungen und vor allem zu Vorbehalten zu völkerrechtlichen Verträgen gilt.
Während eine Interpretationserklärung im Rahmen des Wortlauts des Vertrages bleibt und lediglich klarstellt, dass eine evolutive, dynamische Interpretation des Vertrags oder einiger seiner Teile nicht mitgetragen wird, schließt ein Vorbehalt die Verbindlichkeit einer oder mehrerer Vertragsregeln für den vorbehaltseinlegenden Staat aus. Die Einlegung eines Vorbehalts ist für die Verbindlichkeit und die Gesamtbalance eines völkerrechtlichen Vertrags also von erheblicher Bedeutung. Lassen Sie mich das kurz am Beispiel der UN-Kinderrechtskonvention erläutern. Seinerzeit stimmte der Bundestag der Konvention im Sinne des Artikel 59 zu. Bei der völkerrechtlichen Ratifikation 1992 hat die Bundesregierung aber 5 Erklärungen abgegeben, die jeweils zum Teil einem Vorbehalt gleichkamen. Eine dieser Erklärungen besagte zum Beispiel, dass die Kinderrechtskonvention in Deutschland nicht auf ausländische Kinder anwendbar sei. Damit wurde der Geltungsbereich der Konvention in der deutschen Rechtsordnung stark beschränkt, ohne dass sich hierzu der Bundestag rechtserheblich hat verhalten können. Es wurden lediglich Stellungnahmen der Ausschüsse und der Bundesländer eingeholt. Dasselbe galt übrigens umgekehrt für die Rücknahme dieses Ausländervorbehalts durch die Bundesregierung im Jahr 2010. Aus meiner Sicht genügt es nicht, dass die Bundesregierung aufgrund der bisherigen Praxis nur verpflichtet ist, ihre Absicht, einen Vorbehalt zu erklären oder zurückzunehmen, den gesetzgebenden Körperschaften rechtzeitig mitzuteilen hat. Eine Rechtspflicht zur Einholung der Zustimmung oder Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften erscheint mir zur demokratischen Legitimation der Außenpolitik erwägenswert. Entsprechendes gilt für Kündigungen eines völkerrechtlichen Vertrags. Auch insoweit gibt es keine Zustimmungspflicht des Bundestages. Vermutlich ging der Verfassungsgeber davon aus, dass bei Beendigung eines völkerrechtlichen Vertrags der staatlichen Souveränität nichts genommen, sondern vielmehr nur etwas zurückgegeben würde. Dies mag bei reinen Austauschverträgen vielleicht auch zutreffen. Bei ordnungsrechtlichen, gesetzesinhaltlichen Verträgen, etwa bei Menschenrechts- oder Umweltschutzverträgen, die auch eine Schutzwirkung zugunsten Dritter entfalten, gilt dies aber nicht. Die Kündigung einer Menschenrechtskonvention würde sich grundrechtseinschränkend auf die Rechtsstellung des Individuums auswirken. Insoweit kann es schon aus Gründen der Wesentlichkeitstheorie nicht genügen, dass dem Bundestag nur politische Einflussmöglichkeiten gegenüber der Regierung verbleiben, um die Beendigung einer Menschenrechtskonvention für Deutschland zu verhindern. Es erscheint daher geboten, dass das Parlament bei der Beendigung von ordnungsrechtlichen Verträgen eine aktive rechtliche Rolle zukommt. Nicht zuletzt hätte dies auch den Vorteil, dass rechtsstaatlich unglückliche Situationen, wie sie dem sogenannten Treaty Override-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zugrunde lagen, künftig vermieden werden könnten. Schließlich wäre es ratsam, auch die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge ausdrücklich der parlamentarischen Zustimmung zu unterwerfen. Durch die vorläufige Anwendung soll ja eine effektive Regelung eines internationalen Problems ermöglicht werden, schon bevor der Vertrag ordnungsgemäß ratifiziert und in Kraft getreten ist. Das war etwa der Fall beim GATT 1949 bis 1994, also 4 Jahrzehnte lang. Vereinzelt wird zwar gesagt, dass die vorläufige Anwendung nur Softlaw sei. Allerdings geht die ganz überwiegende Ansicht in der Literatur davon aus, dass eine rechtliche Bindungswirkung bereits besteht. Und das von mir genannte Beispiel belegt ja auch die Wirkkraft einer vorläufigen Anwendung völkerrechtlicher Verträge. Auch hier ist zwar so, dass in der Parlamentspraxis sich die Bundesregierung die von ihr mitgeplante vorläufige Anwendung eines völkerrechtlichen Vertrags regelmäßig vorab durch einen Parlamentsbeschluss billigen lässt. Es wäre aber aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit wünschenswert, dass diese demokratische Legitimationspflicht explizit auch für die vorläufige Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen in Artikel 59 festgeschrieben würde. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Frau Professorin Schmal. Und jetzt habe ich gesehen, dass Herr Professor Scheschig den Weg zu uns gefunden hat. Hören Sie uns? Dann würde ich Ihnen auch gleich das Wort erteilen. Ja, ist der Fall. Vielen Dank. Alles. Bitteschön. Dass ich heute zu spät dabei bin, nämlich hatte mich vorab kurz mit der Verzögerung entschuldigt und ich habe natürlich den ersten Teil, dass ich mitbekomme, weshalb sein kann, dass ich Sachen erzähle, die vielleicht schon erzählt wurden. Deswegen werde ich mich ein bisschen kürzer fassen und an den Punkten abarbeiten, die hier sind. Den letzten Aspekt habe ich noch mitbekommen, dazu werde ich mich dann kurz halten. Die erste Frage ist, wie die Möglichkeiten der Digitalisierung die Parlamentsarbeit effektiver gestalten können. Und da ist es so, dass dies ja ein Punkt ist,
etwas humorvoll ausgedrückt, zu dem wohl dann selbst ein Hochschullehrer relativ wenig sagen kann, wenn und soweit er nicht Abgeordneter war. Das fällt rechtlich in großteils in Ihre Hoheit und auch praktisch müssten Sie selber am ehesten wissen, wo der Schuh drückt. Allerdings hat ja die Abgeordnete Wawczyniak schon darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten der Teilnahme an elektronischer Abstimmung eben bestanden, dass sich das wohl relativ bewährt hat, wenn ich dem gefolgt habe, dass es die Regeln und Geschäftsordnung ja noch gibt und dass es zeigt, dass hier Möglichkeiten bestehen, die Sie wahrnehmen können. Soweit Publizität hergestellt werden muss, lässt sich das EDV-technisch eben auch bewirken. Was mir sehr am Herzen liegt, ist zum einen die Frage, wie denn mit dem Zeitdruck in Gesetzgebungsverfahren umgegangen werden kann. Um das deutlich anzusprechen, das Tempo der Gesetzgebung ist in den letzten Jahren aus meiner Perspektive kontinuierlich angehoben worden und hat mittlerweile ein Maß erreicht, in dem aus meiner Sicht sachverständige Beratung nahezu ausgeschlossen ist. Ob sachverständige Überlegung von Ihrer Seite in den kurzen Zeitraum noch erfolgen kann, wiederum müssen Sie beurteilen. Allerdings zeigt ja auch, dass teilweise handwerkliche Fehler passieren und Regelungen sehr schnell wieder einkassiert werden, dass hier deutlich, finde ich, die Grenze dessen, was verträglich ist, erreicht wird. Wenn man sieht, dass vor allem wirtschaftsrechtliche Regulierung jetzt im Rahmen der Energiekrise, die kamen eben teilweise mit Rückmeldefristen von 24 oder 36 Stunden oder ähnlichem versehen waren, da kann keiner mehr vernünftig dran und mitarbeiten, um das ganz deutlich anzusprechen. Das heißt, da gehört wirklich dringend eine Änderung her, dass tatsächlich hier ein Zeitrahmen eingehalten wird, der eine sachverständige Überlegung und Beratung ermöglicht. Das ist im Moment in Teilen nicht der Fall. Der Punkt 5, wie Sie Ihre Tagesordnung entschlacken können, da würde ich mich auch bedeckt halten. Das ist auch in Ihrem eigenen Sachverstand sicher besser aufgehoben. Punkt 6, externer Sachverstand auch, wobei vielleicht der Ablauf dieser Kommission gerade zu Beginn der Kommissionsarbeit gezeigt hat, dass es vielleicht doch gut sein kann, wenn man sich an die Regularien hält, die die Ausschüsse und Kommissionen sich selber geben und dann nicht allzu sehr daran vorbeiarbeitet. Aber dazu ist ja auch schon viel gesagt worden. Zur stärkeren Einbeziehung der Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, der zweite große Punkt, ist zum einen angesprochen, ob und wie weit denn der Bundestag tatsächlich sich mit Petitionen in einem größeren Maße beschäftigen sollte. Da bin ich tatsächlich relativ kritisch an der Stelle und zwar deswegen, weil ich ausnahmsweise da über Expertise verfüge. Meine Karriere im Parlamentsrecht begann als studentischer Mitarbeiter im Petitionsausschuss des Bundestages, als ich noch in Bonn war. Und wenn man sieht, was an Petitionen da hereinkommt und was für sehr individuelle Überlegungen da großteils aufschlagen, habe ich ganz klar den Eindruck, dass die bestens damit beraten sind, die Sachen im Petitionsausschuss zu belassen. Wenn und soweit doch Dinge vorkommen, die tatsächlich allgemeinen Belang haben, wird es ja ohnehin zurückgespiegelt in die allgemeine Beratung, können Sie das aufgreifen. Aber ich würde mir nicht den Tort antun und da im übermäßigen Maße mich da durch diese ja ellenlangen Ausführungen durchkämpfen, deren Sachertrag relativ schnell von vornherein ergrenzt erscheint. Das würde ich nur begrenzt Ihnen empfehlen. Bei den Bürgerräten ist es so, dass man das Instrument eben ja eingesetzt hat, schon versucht, Rückmeldungen zu bekommen. Interessant war ja auch, worauf auch dann wieder Frau Wawczyniak darauf verwiesen hat, die Aktivierung deutlich geringer ist, als man sich davon versprochen hat. Die Rückmeldungen sind relativ schwach, die Mitarbeit ist relativ schwach. Und es gibt noch ein weiteres Problem, und zwar haben Sie Mechanismen da eingebaut, die dazu führen, dass sie tatsächlich auch nicht in die Nähe von echter demokratischer Repräsentation letztendlich kommen. Das ist keine direkte Legitimation, dazu fehlt es an vielen Dingen. Aber auch die Auswahl ist im Ergebnis doch beschränkt. Zwar ist der Erstzugriff einer, der aleatorisch, also nach Zufallsprinzip erfolgt. Aber wenn man sich allerdings vor Augen hält, ob dann die angewählten, angesprochenen Bürger tatsächlich mitmachen und nach welchen Kriterien sich das verteilt, besteht eine gewisse Gefahr, dass sie dann doch im Ergebnis vor allem wieder es mit denen zu tun haben, die sich interessieren für die Dinge und mit denen sie ohnehin zu tun hatten. Die anderen werden dann möglicherweise nicht angesprochen. Bei den Bürgerbefragungen möchte ich nur darauf hinweisen, dass dies aus meiner Sicht ein sehr interessantes Instrument ist. Aber es gibt verfassungsrechtliche Grenzen. Ich verweise nur auf den Schaden des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zur Frage der Bürgerbefragung, der teilweise faktische Bindungswirkung beigemessen wurde, weshalb an dieser Stelle unter Umständen Rechtsänderungen auf Verfassungsänderungen nötig sind, weil in das Initiativrecht des Parlaments und die Gewaltenteilung eingegriffen wird. Die Entscheidung ist da sehr explizit. Zu den auswärtigen Dingen hat Frau Schmal schon viel ausgeführt. Bei den meisten Dingen würde ich dahinter stehen, leicht relativieren.
Weil gerade CETA, was ja heute endlich beschlossen wird, zeigt, dass das Parlament auch ohne weitere Befugnisse sich mit vielen Dingen beschäftigen kann. Aber eine Ausweitung kann in diesem Fall auch in der Praxis jetzt schon groß auch vorangetrieben werden. Ich glaube, der Weg ist der richtige, wird in Teilen auch bestritten, auch Bundeswehreinsätze im Ausland. Aber da ist noch umgangssprachlich gesagt ein Stück weit Luft nach oben. Und damit würde ich jetzt auch aus Zeitgründen schließen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Šešík. Dann käme als nächstes Frau Dr. Wawrzyniak. Bitte schön. Ja, ich würde, glaube ich, in der Kürze der Zeit auf ein paar Probleme aufmerksam machen, die ich versucht habe, in der Stellungnahme schon anzusprechen. Wir haben jetzt eben gerade schon was gehört zur digitalen Parlamentssitzung und digitalen Abstimmung. Ich will da, vielleicht hat sich das geändert, aber zumindest aus meiner aktiven Zeit erinnernd darauf hinweisen, dass ich glaube, dass es zu späterer Stunde ein Problem mit der Beschlussfähigkeit geben könnte, wenn digital abgestimmt wird und man dann feststellt, es haben 45 Abgeordnete abgestimmt. Das heißt, wenn man sowas in Erwägung zieht, was ich ja durchaus interessant finde, müsste man, glaube ich, bei der Beteiligung sozusagen, bei der Beschlussfähigkeit nochmal arbeiten. Zum Punkt legislativer Fußabdruck empfand ich ganz interessant, dass Beteiligten Transparenzdokumentationsgesetz aus Thüringen, nicht nur, dass man dabei Scrabble in jedem Fall gewinnt mit diesem Wort, aber auch das, was da sozusagen zu lesen war, fand ich interessant. Ich finde, da könnte man ernsthaft drüber nachdenken, ob man sowas in der Art einführt, will aber auch deutlich darauf hinweisen, weil es ja auch solche Forderungen gibt, dass quasi jedes Gespräch und jeden Kontakt, den Abgeordnete haben, dass das dokumentiert werden soll, dass ich da verfassungsrechtliche Bedenken hätte wegen Artikel 47. Also ich kann nicht Abgeordneten ein Zeugnisverweigerungsrecht zusprechen und andererseits verlangen, dass sie sozusagen jegliches Gespräch offenlegen müssen. Mal abgesehen davon, dass wenn ich mich in meiner Zeit mit Vertreterinnen und Vertretern von Flüchtlingsinitiativen getroffen habe, ich auch nicht hätte unbedingt das öffentlich haben wollen, noch mit den Namen von den Vertreterinnen und Vertretern. Was die Sachverständigen angeht, die Sachverständigenanhörung oder den externen Sachverstand, ich glaube, was hilfreich wäre, wenn es tatsächlich für jeden Ausschuss einheitliche Regelungen gibt. Sozusagen sowohl Sachverständige als auch Abgeordnete sozusagen haben es schwierig, wenn oder finden, ich zumindest habe es immer so empfunden, ausgesprochen schwierig, wenn in dem einen Ausschuss hatte ich drei Fragen an drei Sachverständige, im nächsten Ausschuss hatte ich irgendwie 3 Minuten. Also da eine Vereinheitlichung würde wahrscheinlich viel helfen. Ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, ist, er würde aber zur Verlangsamung von Gesetzgebung beitragen, ist, dass man tatsächlich vereinbart, dass die abschließende Lesung erst stattfindet, wenn das Beschlussprotokoll oder wenn das Anhörungsprotokoll vorliegt. Weil das wäre eine Ernstnahme von Sachverständigen, dann kann man sich darauf beziehen und nicht irgendwie Sachen erzählen. Vorletzter Punkt. Ich fände es tatsächlich gut, wenn man die Möglichkeit schafft, für Bürgerinnen und Bürger auch am Gesetzgebungsverfahren mit digitalen Änderungsvorschlägen mitzuwirken. Aber da ist es ähnlich wie mit den Petitionen. Da kann man natürlich nicht jeden Änderungsvorschlag sofort aufnehmen. Also wenn man sowas macht, dann sollte man ein Mindestbeteiligungsquorum sozusagen einführen, damit nicht wirklich jeder einzelne Vorschlag kommt. Zumindest die Enquete Internet und digitale Gesellschaft hatte da ganz gute Erfahrungen mit. Das würde sich lohnen anzuschauen. Und als letzten Punkt, wie kann man das Parlament stärken? Das ist sozusagen mein Herzensthema. Ich weiß aber darum, dass ich in der absoluten Minderheit mit dieser Position bin. Ich würde mir wünschen, dass für die Lebendigkeit des Parlaments die Parteien keine Koalitionsverträge abschließen, wo bis ins Detail jedes Komma geregelt ist, sondern sich die Parteien auf 10 bis 15 gemeinsame Projekte verständigen, wo dann auch die gemeinsam durchgebracht werden und ansonsten wegen der Lebendigkeit des Parlaments im Parlament um Mehrheiten gerungen wird. Ich weiß, das ist eine Minderheitenposition, aber ich wollte sie wenigstens zu Protokoll geben. Okay, vielen Dank, Frau Dr. Wawrzyniak. Dann sind die Professoren Fehrkamp und Meinl heute leider nicht zugegen. Deswegen ist als nächster Herr Professor Behnke dran. Hören Sie uns?
Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich auch? Ja, ja. Bestens. Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, zur Digitalisierung geht es mir genauso wie den Herrn Kreschzig. Dazu kann ich eigentlich wenig sagen, weil ich glaube, dass es wirklich einfach aus dem Erfahrungsbereich, den man angehört, her geregelt werden muss. Ich könnte da bestenfalls was von der Universitätsrealität erzählen, aber ich glaube nicht, dass das für Sie unbedingt interessant wäre. Ich möchte mich daher auf das Thema der Bürgerrechte konzentrieren. Grundsätzlich finde ich, ist das zu begrüßen, weil es natürlich einen zusätzlichen Input gibt, der durchaus vielleicht Themen aufgreifen kann, die ansonsten an der einen oder anderen Stelle von der Politik vernachlässigt werden. Jetzt nicht unbedingt aus, wie soll man sagen, schlechten Willen oder bösen Willen, sondern schlicht einfach aus dem Grund, dass sie möglicherweise nicht automatisch wahrgenommen werden. Insofern scheint mir das sinnvoll zu sein. Das Problem ist allerdings bei den Bürgerräten, das ist ja auch teilweise schon indirekt angesprochen worden, wenn sie nicht zu rein symbolischer Politik verkommen sollen, dann müsste es schon auch in irgendeiner Form so etwas wie eine Möglichkeit geben, die Initiative von extern, also letztendlich von Seiten der Bürger selber starten zu können. Es müsste also meiner Meinung nach dann verbunden sein mit einer Art von Bürgerratsinitiative. Eventuell könnte man das durchaus dann auch, wenn man einen Bürgerrat durchgeführt hat und entsprechende Empfehlungen und Schlussfolgerungen vorgetragen worden sind, sogar überlegen, inwiefern man das mit Bürgerbefragungen kombinieren könnte. Das wäre insofern ja ein interessanter Mittelweg zwischen sozusagen dann echten Referenten und letztendlich nur der rein parlamentarischen Politik. Was für mich ganz wichtig ist, wenn man über Bürgerräte diskutiert und eventuell auch die einführen möchte und auch institutionalisiert, dann sollte man sich klar machen, dass das aus meiner Sicht keine Verhandlungsmasse sein kann, dann im Gegenzug die Mitbestimmung dort einzuschränken, wo sie eigentlich immer noch am wichtigsten ist, nämlich bei den Wahlen selbst. Also das heißt, die Einführung von Bürgerräten wäre kein Gegengewicht zum Beispiel zu einer Verlängerung der Legislaturperiode, die natürlich eine wesentlich größere Einschränkung im negativen Sinn für die Wähler bedeuten würde, als sie umgekehrt wieder durch Bürgerräte gut gemacht werden könnte. Der Aspekt, dass die Bürgerräte den sehr interessanten Effekt haben oder die interessante Eigenschaft, dass sie aufgrund der Zufallsauswahl möglicherweise einer repräsentativen Querschnittsdarstellung der Bevölkerung näher kommen, also das Parlament, darauf ist ja schon hingewiesen worden von Frau Wacinjak vor allem. Allerdings hat Herr Czeszczyk ganz zu Recht natürlich auf ein Problem hingewiesen, was wir zum Beispiel aus der Umfrageforschung kennen, nämlich, dass es natürlich Selektionsprozesse gibt. Das heißt, dass zwar die Auswahl repräsentativ erfolgen kann, aber natürlich die Beteiligung dann wieder eine Schnittmenge oder eine Untermenge dieser ausgewählten Menge der sogenannten Stichproben, also das wäre der Unterschied zwischen einer gezogenen und einer realisierten Stichprobe, dass die natürlich sich sehr wohl systematisch wieder unterscheiden kann und möglicherweise dann auch wieder eher in die klassischen aktivistischen Zonen reingeht. Trotzdem scheint mir das aber ein wichtiger Punkt insofern, dass man auch dadurch, was allerdings dann wieder eine Versuchung sein konnte, der man nicht nachkommt, nachgeben sollte, dass durch die Bürgerräte die etwas einseitige, sage ich jetzt mal, Auswahl von Parlamentariern, die ja noch homogener sind, als es die Bürgerräte, selbst wenn sie diesen Selektionsprozess hätten, sind. Das heißt, diese Breite der Abgeordneten oder die Breite der Bevölkerung, der Eigenschaften im Parlament ist natürlich nur sehr mangelhaft abgebildet. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch sogar eher wieder direkt an den Wurzel sozusagen selber sich auch überlegen müsste, und nicht nur bei den Bürgerräten, das sozusagen eine Ersatzrepräsentation in der Breite zu schaffen, sondern eben durchaus auch im Parlament wieder stärker darauf zu achten, durch welche Arten von institutionellen Vorkehrungen man das vielleicht erleichtern könnte. Das hat natürlich vor allem etwas mit dem Prozess der Kandidatenaufstellung zu tun. Und da bin ich grundsätzlich ja sehr wohl der Meinung, dass zum Beispiel Direktmandate und Wahlkreismandate einen sehr interessanten Aspekt darstellen, weil es ja dezentral aufgestellte Mandate sind, auf die die Parteien, Eliten relativ wenig Einfluss ausüben können. Daher fand ich das zum Beispiel auch sehr bedauerlich, wenn in Baden-Württemberg genau dieser Prozess zum großen Teil eingeschränkt worden ist. Allerdings ist das natürlich momentan immer nur sehr einseitig der Fall. Trotzdem, glaube ich, sollte man eben entsprechend möglicherweise die Möglichkeiten von Kandidaturen innerhalb von Parteien stärker möglich machen oder wahrscheinlicher machen, die nicht unbedingt von der Parteielite oder von der Parteispitze unterstützt werden.
Bisher geht es letztendlich ja nur über Direktmandate. Das heißt, wenn man von aus welchen Gründen auch immer möglicherweise auf einen sehr schlechten Listenplatz gelangt, kann man das nur durch ein Direktmandat auf den Gewinn eines Direktmandats ja wieder korrigieren. Also Stichwort natürlich Ströbele. Und der ist ja bekanntlich damals auch gewählt worden mit dem bekannten Schlachtruf Ströbele wählen heißt Fischer quälen, weil es natürlich da um genau diese Auseinandersetzung ging. Und sicherlich hat Franz-Christian Ströbele einerseits eine sehr starke Unterstützung gehabt in seinem Wahlkreis bei der Basis, die ihn auch wirklich dann gewählt hat und grün gewählt hat. Andererseits, und das sagt ja der Spruch vielleicht auch, gibt es da einen problematischen Aspekt, dass er ja möglicherweise auch von Anhängern anderer Partei gewählt worden ist. Insofern, glaube ich, zeigt er gerade paradigmatisch das Problem auf, dass man vielleicht eher ermöglichen sollte, dass solche abweichende Positionen innerhalb der Partei auch innerhalb des Nominierungsverfahrens bei Listen innerhalb der Partei stärkere Chancen haben sollten. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass man bei den Listenwahlen abrückt von diesem Problem, von diesem Verfahren, dass Listenplatz für Listenplatz im Grunde Professor Bink, ich muss jetzt leider darauf hinweisen, dass Sie schon bei 6 Minuten der eigentlich vorgesehenen 4 Minuten sind. Nein, alles klar, das habe ich nicht realisiert. Nein, also jedenfalls könnte man auch bei der Aufstellung der Listenplätze schon das Verhältniswahlsystem einführen, indem man auch zum Beispiel Single Transferable Vote einführt und jeweils 4 Listenplätze zum Beispiel im Block vergibt. Das könnte, glaube ich, viele dieser Probleme durchaus effektiv lösen. Und das würde auch in diese Richtung gehen, was man mit Bürgerbefragungen oder auch Bürgerräten eigentlich zu beheben versucht, aber an direkter Stelle im Parlament. Danke. Herzlichen Dank. Dann wäre als nächster, weil Frau Professorin Laskowski nicht bei uns ist heute, nicht dabei sein kann, Herr Professor Möllers, bitte schön. Ja, auch ganz kurz, meine Damen und Herren, mir geht es natürlich ähnlich wie den Kollegen zuvor. Gerade zum ersten Tagungsordnungspunkt kann ich aus eigener Kompetenz eigentlich wenig sagen. Das Grundgesetz geht, was betrifft die Digitalisierung, davon aus, dass die sagen, Entscheidungsfindung in Anwesenheit der Abgeordneten in körperlicher Präsenz passiert. Das heißt also, dass es eigentlich keine Bedenken dagegen gibt, natürlich hier elektronische Abstimmungsmechanismen einzuführen. Das hätte wahrscheinlich sogar ein paar Vorteile, während man sagen, mit hybriden Lösungen Probleme hätte. Das müsste dann sagen, mit Verfassungsänderungen gehen, wenn man das denn überhaupt will. Ich denke aber, und damit kommen wir eigentlich schon zur Attraktivität, grundsätzlich muss der Bundestag natürlich vor allem erstmal darauf achten, dass er irgendwie seine Aura bewahrt. Und seine Aura wird ja, glaube ich, nur als eine Institution bewahren, in der Leute sich tatsächlich physisch zusammenfinden und in der sagen, ein Ort ist, in der etwas passiert und dieses Passieren irgendwie auch was mit der, ja, mit der Physis, mit dem Körper sagen, der Politikern zu tun haben und Politikerinnen, die hier im Grunde präsent sind, nicht wahr? Und sich nicht irgendwie diffundieren durch elektronische Kommunikation. Deswegen glaube ich auch, dass, Entschuldigung, die Frage der Effektivität und die Frage der Attraktivität natürlich nicht in so einem ganz eindeutigen Zusammenhang stehen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass Sie ein Interesse daran haben, die Abstimmungsvorgänge zu vereinfachen und die auch irgendwie vielleicht besser anzubinden an die Debatten. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber die eigentliche Attraktivitätsfrage ist natürlich eine ganz andere. Die eigentliche Attraktivitätsfrage für den Deutschen Bundestag ist natürlich die einer Debatte, in der etwas passiert. Und eine Debatte, in der etwas passiert, ist eine Debatte, in der die Regierung in Gefahr kommen kann, in der der Minister vorgeführt werden kann. Das ist eigentlich das, was die Leute sehen wollen. Und zwar zu Recht, weil das natürlich das ist, was tatsächlich eine politische Auseinandersetzung hat, in der es ein Risiko gibt. Und da muss man sagen, ist natürlich immer das Dilemma, dass die Mehrheitsfraktion, die das sozusagen einführen kann, ihre eigene Regierung nicht vorführen lassen will und die Opposition, die es gerne hätte, keine Mehrheit hat, das dann durchzusetzen. Und da kann man immer wieder, und das, ich weiß, dass es auch ein bisschen auf der Agenda steht, wenn auch immer noch in etwas verdünnter Form, man immer nur die Regierung sozusagen bitten, die Regierungsmehrheit, in diesem Fall also die Ampelfraktion, sagen, wenn ihr was tun wollt für den Parlamentarismus, was sagen nachhaltig ist und über eure eigene Regierung hinausgeht, dann sinniert über Debattenformate nach, in denen sagen, auch eure eigenen Leute mal sehr alt aussehen. Das ist, glaube ich, der zentrale Rat für Attraktivität. Und alles andere ist eigentlich erstmal nur Selbstreferenz des Parlaments. Es ist völlig legitim, dass das Parlament sich gut organisieren will und so weiter. Aber davon kriegt eigentlich natürlich keiner was mit. Und das ist in diesem Sinne kein Attraktivitätskriterium. Zweiter Punkt, Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern. Da muss ich natürlich auch sagen, natürlich die zentrale Anregung von Bürgerinnen und Bürgern ist natürlich eigentlich die Wahl, der Wahlakt. Und daran sollte man vielleicht auch immer noch mal erinnern. Ich finde es auch gut, wenn wir mit Formaten wie Bürgerrechten und so experimentieren. Aber es ist doch relativ klar, dass das an relativ viele Grenzen stößt. An verfassungsrechtliche Grenzen natürlich ganz eindeutig, weil natürlich eindeutig Zufall. Zufallsverfahren zusammengestellte Kohorte keine demokratische Legitimation hat, also deren Entscheidungen können keinerlei Bindungswirkung entwickeln, sondern der Bundestag muss selber darüber entscheiden, was er damit macht. Das ist in gewisser Weise eine Selbstbindung, die aber auch immer wieder aufgehoben werden kann.
Aber natürlich gibt es auch jenseits sozusagen des im engeren Sinne verfassungsrechtlichen Rahmens, der da doch ziemlich eng gesteckt ist, was das angeht, sozusagen vielleicht eher so Institutionen, verfassungstheoretische Institutionen, politische Anliegen zu sagen, naja, so ein bisschen bei aller Liebe, auch für sagen, die Freude an den Experimenten, die auch parteiübergreifend hier durchaus herrscht und die ich auch erstmal befürworte, hat man immer auch das Gefühl, dass hier Institutionen auch immer so ein bisschen kommunizieren, dass sich der Bundestag selbst nicht genug ist oder dass er ein bisschen schlechtes Gewissen hat, dass er vielleicht selber glaubt, er sei nicht repräsentativ und nach anderen Ersatz- und Kompensationsmechanismen sucht. Und das ist mir immer so ein bisschen unheimlich. Ich glaube, ich würde mir immer eigentlich lieber ein Parlament wünschen, das sozusagen ganz robust und selbstbewusst sagt, naja, wir sind das Volk. Ihr habt uns gewählt und wenn ihr euch nicht gefällt, dann wird euch jemand anders. Aber Nebenverfahren, Kompensationsmechanismen und so sind dann immer auch ein bisschen, haben was ein bisschen was von Mangel an institutionellem Selbstbewusstsein. Und darüber würde ich vielleicht tatsächlich dann bei Gelegenheit auch nochmal nachdenken. Ganz kurz zum dritten Punkt zur Beteiligung des Bundestages. Ich glaube auch, wie die Kollegin vor mir, dass man auf jeden Fall darüber nachdenken müsste, bestimmte Teile des Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetzes entweder weit zu interpretieren, vielleicht eher als zu novellieren, gerade dass wir die Kündigung von Verträgen nicht immer, dass der Bundestag daran nicht beteiligt ist, ist ein seltsamer Umstand. Aber auf der anderen Seite muss man auch hier sehen, vielleicht zwei Dinge, die auch hier wieder eine gewisse Ambivalenz schaffen. Das erste ist, wir sehen natürlich an der EU-Beteiligung, wir haben ein zweigespaltenes Verfassungsrecht. Das Völkerrecht wird da wird das Parlament sehr stark zurückgedrängt, im Europarecht wird sehr stark reingezogen, weil der zweite Senat des Bundesverfassungsrechts so ein bisschen ein dichotomisches Weltbild da hat. Und wir sehen natürlich schon auch auf der EU-Seite, dass es auch sowas geben kann wie eine Überforderung des Parlaments durch Beteiligung oder sowas wie eine sehr starke Bürokratisierung der Abläufe. Also so eine Form, wo man denkt, naja, das stößt auch an Grenzen, vor allem auch deswegen an Grenzen, weil wir im parlamentarischen Regierungssystem ja immer noch die Mehrheit auf Seiten der Regierung haben und wir im Grunde natürlich nicht immer erwarten können, dass die Parlamentsmehrheit sich sozusagen gegen das Handeln der Regierung in auswärtigen Angelegenheiten richtet. Deswegen würde ich denken, wenn der Bundestag der Meinung ist und wenn die Mehrheit des Bundestags der Meinung ist, hier könnte man mehr machen, dann würde ich vor allen Verfassungsänderungen erst mal den Bundestag dazu ermutigen, auch die Parlamentsmehrheit Dinge zu verlangen. Man kann ja Mandate formulieren, man kann Initiativen für völkerrechtliche Verträge machen, man könnte ja eine Menge Sachen machen, die sozusagen schon ex ante, also bevor der Vertrag paraffiert wurde, im Grunde eine parlamentarische Beteiligung ermöglicht. Man kann auch viel aggressive Informationen einverlangen. Wenn die Bundesregierung dann sagt, das machen wir nicht, das dürfen wir nicht, das Verfassungsgericht, dann kann man ja noch mal gucken, wie man den Konflikt dann weiterspielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, institutionelle Lösungen dieses Problems müssen eigentlich aus dem Bundestag selber kommen. Und aus der Frage, was fehlt uns eigentlich oder was fehlt Ihnen eigentlich und wie kommen wir da eigentlich ran mit Mehrheit? Und wenn man dann sozusagen eine formalisierte Grenze hat, wenn die Bundesregierung zum Beispiel blockt, dann kann man immer noch weiter gucken, ob man entweder klagt oder die Verfassung ändert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Möllers. Dann als nächste Gefahr. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht beim letzten anfangen. Als die Verträge von Maastricht ratifiziert worden sind, ist gleichzeitig auch ein Beteiligungsgesetz für den Deutschen Bundestag beschlossen worden, wie nämlich dann sozusagen die Regierung mit Stellungnahmen und Vorgaben des deutschen Parlaments umgeht, wenn sie in Brüssel handelt. Und daraufhin hat sich auch einiges in den parlamentarischen Abläufen verändert. Nicht nur, dass sozusagen ritualisierte Informationen vor Ratstagungen in den entsprechenden Fachausschüssen gegeben hat oder Regierungserklärungen im Parlament vor den EU-Gipfeln. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Instrument gewesen. Das ist sehr umstritten gewesen damals. Das Parlament hat dann letztendlich entschieden, dass das Beteiligungsgesetz gemacht wird. Die damalige Bundesregierung hielt da nicht so viel davon. Und es ist eigentlich damals auch nur deshalb gelungen, weil der Bundesrat eine ähnliche Interessenslage hatte wie der Bundestag. Insofern ist dieses Beteiligungsgesetz zustande gekommen. Und ich würde mir wünschen, dass der Bundestag noch mal überlegt, inwieweit auch vielleicht so ein Beteiligungsgesetz sinnvoll wäre, wenn es um andere völkerrechtliche Verhandlungen geht, ob das nun Konventionen der Vereinten Nationen sind, ob das Europaratskonventionen sind oder halt auch Abkommen, Freihandelsabkommen und so weiter, dass eben zumindest der Bundestag oder die federführenden Ausschüsse zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Verhandlungsstadium schon mit dazu genommen werden und nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo dann ratifiziert wird. Das heißt also, aus Sicht der Abgeordneten man nur noch Ja oder Nein sagen kann und im Prinzip die Messe ansonsten gesungen ist. Also so wie bei CETA jetzt wird man es sehr selten erreichen können, dass noch mal in Nachverhandlungen zu einem Abkommen eingetreten wird, wo in dem Fall ja alle EU-Mitgliedstaaten noch mit dabei waren. Also das wäre sicherlich etwas, was Sinn macht.
Und ehrlich gesagt, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass Rücknahme von Konventionen dann alleine Regierungshandeln ist. Also wenn das Parlament ein Gesetz ratifiziert, dann kann auch nur das Parlament diese Ratifizierung wieder zurücknehmen. Das ist zumindest mein Parlamentsverständnis. Wenn das aber von der Verfassung her nicht abgedeckt ist, sollte man in der Tat wenigstens da auch vielleicht über so ein Beteiligungsgesetz das auch noch mal entsprechend einfordern. Zweiter Punkt, Thema stärkere Bürgerbeteiligung. Ich glaube, dass die beste Bürgerbeteiligung ist, wenn Abgeordnete vor Ort in ihren Wahlkreisen das erklären, was sie hier in Berlin tun. Das kann man ja auch, muss man ja nicht in Zwiegesprächen machen, das kann man ja durchaus in geeigneten Veranstaltungsformaten machen. Wenn man sich jetzt entschließt, Bürgerräte einzurichten, dann müssen die aus meiner Sicht repräsentativ sein. Das heißt also auch, wir haben ja das Thema Parität, was das Parlament angeht, hin und her diskutiert. Also gleiche Beteiligungsmöglichkeiten, nicht nur für Männer und Frauen, sondern es müssen alle Bevölkerungsgruppen entsprechend repräsentiert sein. Aber man muss dann auch aufpassen, wenn man sich dazu entscheidet, dass es keine Alibi-Veranstaltung wird. Also wenn das jetzt sozusagen dann nur noch mal 50 oder 100 Leute mehr sind, die sich mit welchen Themen auch immer befassen, aber daraus nichts folgt und die wiederum auch ihr Handeln nicht erklären müssen den anderen, die nicht in diesen Bürgerräten sind, dann finde ich es ein bisschen schwierig, das noch quasi zusätzlich in die ohnehin schon ziemlich komplexen Vorgänge einzubringen. Letzter Punkt. Möglichkeit der Digitalisierung, effektivere Gestaltung der Parlamentsarbeit. Ich glaube, Sie haben jetzt während der Pandemie auch gute Erfahrungen gemacht mit digitalen Abstimmungen. Ich selber habe es als Abgeordnete nie verstanden, warum im Deutschen Bundestag immer noch mit den Stimmkarten abgestimmt wird, während in den Parlamenten der anderen Länder um uns herum bis hin zur ehrwürdigen Assemblée Nationale schon, ich glaube, in den 90er Jahren schon elektronisch am Platz abgestimmt worden ist und man nicht irgendwie mit den Stimmkarten durch die Gegend laufen musste. Also das wäre sicherlich etwas, was die Abläufe beschleunigen könnte. Und mein Eindruck war auch, dass die Möglichkeit, hybrid an den Ausschusssitzungen teilnehmen zu können, zumindest für diejenigen mit familiären Verpflichtungen, durchaus auch eine gute Option ist, Mandat und Familie besser miteinander vereinbaren zu können. Vielen Dank, Elke Ferner. Dann käme als Letzter in der Reihe der Sachverständigen Friedrich Pugelsheim. Bitte schön, Herr Professor Pugelsheim. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als Mathematiker kann ich zu diesen Themen eigentlich wenig beitragen, außer vielleicht zwei Randbemerkungen. Das erste ist, eine Abstimmungsmaschine für den Bundestag. Davon Elektronik zu reden, halte ich für ein bisschen für übertrieben. Da wird es vielleicht einen Bildschirm geben, der elektronisch behandelt wird. Der Rest ist verkabelt und meiner Ansicht nach überfällig. Ich finde es ja immer nett, wenn man im Fernsehen die Bilder sieht, wie die Abgeordneten um die Abstimmungsurnen herumwuseln. Aber ich finde es immer auch etwas archaisch, muss ich ehrlich sagen. Es hat seinen Charme, aber es hat etwas Gestriges an sich. Von daher wäre eine moderne, zeitgemäßere Technik angebracht. Frau Wawrzyniek hat darauf hingewiesen, dass man dann vielleicht auch feststellt, dass manche Leute nicht da sind, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein- und ausstempeln müssen, die kennen das Problem, dass wenn sie nicht da sind, das trifft dann auch die Bundestagsabgeordneten. Aber für mich ist das wirkliche Problem die späte Stunde, die Frau Wawrzyniek erwähnt hat. Und als Außenstehender muss ich sagen, ich bewundere Sie, die Abgeordneten hier in unserem Kreis, in unserem Ausschuss, dass wenn wir fertig sind, und gehen und Fußballspiele angucken, sie ins Plenum gehen und bis Mitternacht da rumsitzen und weiterarbeiten. Als Mathematiker könnte ich nach 23 Uhr gar nichts mehr leisten, muss ich sagen. Also da ist das größere Problem die späte Stunde, nicht die Feststellung, dass dann die Leute ins Bett gehen. Das zweite kurze Bemerkung zu den Bürgerräten. Natürlich ist es gut, jede Kreativität, die im Volk ist, zu aktivieren. Aber eigentlich haben wir eine Parteiendemokratie und Bürgerräte zu protegieren als Reaktion auf die Parteiverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, von denen manche Leute reden, halte ich für problematisch. Die Probleme, die politischen Probleme, die durch Bürgerräte
formuliert werden, müssen doch letztlich dann von Parteien aufgegriffen werden, wenn sie umgesetzt werden sollen und in den Parlamenten oder auch im Bundestag eingebracht werden sollen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Puckelsheim. Dann kämen wir in die Beratungen. Ich darf nur kurz anfügen, Herr Professor Puckelsheim, es wäre schön, wenn wir um Mitternacht fertig wären. Der Stand ist 2.40 Uhr im Moment. Gut, was auch für die Saaldiener, die will ich ja auch. Wir sind hoch bezahlt, wir kriegen das hin, aber die Saaldiener und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen da eigentlich den härteren Job dann noch. Gut, auch da an dieser Stelle ein Dankeschön. Dann bitte ich um Wortmeldungen. Ich bitte die SPD-Fraktion um Verständnis, dass der Kollege Steffen als allererster, dass wir nicht nach Größe gehen, sondern der Kollege Steffen als erster drankommt, weil er um 18 Uhr dringend woanders hin muss. Danach dann Frau Breimeyer, habe ich notiert. Und die übliche Runde dann. Okay, bitteschön, Till Steffen. Ja, vielen Dank. Sebastian Hartmann kennt den Grund, das ist der gleiche Grund immer, Plenardienst ruft und das ließ sich diesmal nicht anders planen. Also in der Tat, Herr Puckelsheim, das fand ich sehr anregend, was Sie gesagt haben, auch wenn es nur Nebenbemerkungen waren. Es ist in der Tat etwas sehr Archaisches an vielen Stellen, aber archaisch ist in der Tat dieses Durchhalteritual. Also meine App sagt jetzt gerade 3 Uhr sei Sitzungsende. Wir kriegen das ja etwas eingekürzt, aber natürlich unter Preisgabe dessen, was ja dann tatsächlich die parlamentarische Arbeit eigentlich interessant macht, nämlich Rede und Widerrede. Es werden dann halt viele Reden zu Protokoll gegeben. Ich habe auch eine ganz spannende Rede zum digitalen Vereinsrecht hier, die gebe ich gleich zu Protokoll. Das wäre der letzte Punkt, also das entfällt. Und das ist tatsächlich die parlamentarische Praxis. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, an den aber auch sich im Hinblick auf die Erörterung hier anknüpfen ließe, weil ich nehme schon wahr, dass es durchaus eine ganze Menge Leute gibt, die schlicht und einfach das Verfolgen dieses insoweit ja auch archaischen Rituals, man kommt im großen Rund zusammen und in der Mitte duellieren sich zwei gewissermaßen, das ist für viele schon interessant und das gucken auch viele und zwar nicht nur den Schnipsel in der Tagesschau, sondern ich kriege von Leuten, wo ich denke, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht, kriege ich irgendwie, ich mache ab und zu, wenn mir langweilig ist, mache ich Bundestag an und dann gucke ich mir das an. Also es hat schon seine Attraktivität, das kriegen wir schon hin. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, dass diese Ausdehnung in die Nachtstunden dann jenseits dessen ist. Also da büßen wir natürlich an Attraktivität ein. Und die Kritik ist ja auch wohlfeil, wenn dann Journalisten sagen, das haben sie jetzt zu so später Stunde beschlossen. Und das würde mich in der Tat auch nochmal von den Expertinnen und Experten interessieren, ob es Vorschläge gibt, wie wir die Geschäftsordnung ändern können. Gerade heute wurde im Ältestenrat darüber geredet, man will im Januar sich mal zusammensetzen und vielleicht in einer nächsten Runde Geschäftsordnung das Thema mal angehen. Es gibt, weiß ich aus eigener Erfahrung, auch andere Instrumente, wie Parlamente miteinander umgehen können. Zweiter Punkt, Bürgerinnenräte finde ich eine gute Sache allein für den Erkenntnisgewinn, weil es eine andere Betrachtungsmethode ist. Ich würde nicht über den Blickwinkel Politikverdrossenheit gucken, sondern es ist einfach eine Form des Erkenntnisgewinns, die anders funktioniert. Deswegen finde ich das gut, machen wir jetzt ja auch, haben wir im Geschäftsordnungsausschuss ja lange beraten und auch auf den Weg gebracht. Dritter Punkt schließlich, die Beteiligung internationalen Angelegenheiten. Herr Möllers, also anders als Sie, finde ich die Entscheidung des Zweiten Senats natürlich gut, weil meine Fraktion da ja zu ungefähr 102% gewonnen hat. Nein, das hat schon was Interessantes in der Tat. Und da haben wir jetzt ja in der Tat Beratungen, wie gehen wir weiter vor mit dem EuZ-BBG. Und ich würde Ihnen auch insoweit widersprechen, wir haben hier schon gerade bei den europapolitischen Entscheidungen im Rat ein Auseinanderfallen der Interessen von Regierung und auch in Regierungsfraktionen. Das belegt nämlich der Ausgangsfall, dass nämlich ein Mandat vereinbart wird und dann können die Abgeordneten am Ende nur das so vereinbarte Mandat bewilligen, ja oder nein. Da gibt es natürlich schon massive Gestaltungsinteressen, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Und zu der Frage, wie wir bei den Dingen, die nicht EU sind, momentan auch schon weitergekommen sind, wird Herr Außendorf nachher noch was sagen, weil wir da natürlich auch mittlerweile ein bisschen weiter sind als zu Zeiten, als CETA ursprünglich vereinbart wurde, was die parlamentarischen Prozesse betrifft. Aber insoweit meine Entschuldigung, dass ich mich jetzt verabschieden muss und gleichzeitig mein Dank an alle Kolleginnen und Kollegen hier im Kreis und die Expertinnen und Experten, weil es ja unsere letzte Sitzung dieser Art und Weise ist. Also ich fand das sehr, sehr bereichernd und ich fand auch mit der zugeschalteten Öffentlichkeit, ich weiß nicht, wie die das bewertet, also ich fand es eine Bereicherung des parlamentarischen Arbeitens. Also ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, Till Steffen. Dann habe ich als nächstes Leni Breimeyer und danach Ansgar Heveling. Bitte schön, Leni Breimeyer. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige. Ich habe mir zu zwei Punkten Gedanken gemacht, die jetzt debattiert wurden. Das eine ist die Frage der Familienfreundlichkeit des Parlaments. Das bestätigt sich jetzt heute wieder darin, dass wir im Plenum den Tagesordnungspunkt Vereinbarkeit Beruf und Privatleben um 1.30 Uhr diskutieren werden. So sind wir dann auch wieder. Und insofern, es passt wirklich gut. Und insofern denke ich, wir sollten da tatsächlich jetzt mal von der Technik her so viel wie möglich nutzen und immer noch irgendwie uns im rechtssicheren Rahmen bewegen. Aber wir haben weiter unten da bei den Fragestellungen, welche Instrumente nutzen die Landtage? Und ich glaube, man könnte da auch mal einen Blick nach Europa werfen. Das heißt, meine Frage an die Sachverständigen wäre, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, wie die Dinge im Europäischen Parlament gehandhabt werden? Ich meine zu wissen, dass Sie immer so Abstimmungsblöcke haben. Also so irgendwie alle Abstimmungen einer Woche auf zwei Blöcke oder so, ob sowas irgendwie, ob man sich dazu Gedanken machen kann. Das andere ist mit den Bürger- und Bürgerinnenräten, da bin ich total aufgeschlossen und positiv. Ich hatte mal in der letzten Legislaturperiode da einige Persönlichkeiten getroffen, die irgendwann einmal einen Briefkasten aufmachen und dann steht da als Absender Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, und die denken, das ist jetzt eine gut gemachte Werbung oder so, machen es dann auf und plötzlich hocken die Menschen in einem Bürgerrat. Und es sind einfach Leute, ich denke auch, ich bin viel im Wahlkreis, ich rede viel mit Leuten, ich mache viele Veranstaltungen, ich mache Sprechstunden, ich renne mir da einen Wolf ab und so kurz vor den Wahlen denke ich mir, sag mal, wie viele Menschen hast du jetzt erreicht die letzten 4 Jahre? Und hey, also echt jetzt, das sind keine 10%. So, also, und dann denke ich, ich kann mich schon bemühen zu erklären, aber ich glaube, so Bürgerinnen und Bürgerräte, das könnte auch so ein Geben und Nehmen sein. Da machst du deinen Briefkasten auf, hast einen Brief der Bundestagspräsidentin und sie lädt dich ein, mitzudiskutieren zum Thema. Das ist meine nächste leise Kritik. Ich hätte gerne ein bisschen handfestere Themen, streitbare Themen, nicht so irgendwie so Wohlfühlthemen, sondern tatsächlich was sich zum Streiten lohnt. Und dann Menschen am Tisch, die einfach eine Meinung haben, die Zeitungsleserinnen sind oder einfach nur Fernsehen gucken oder nur in Social Media unterwegs sind. Und glaub auch, dass das so ein wechselseitiges Ding ist, weil auch die Menschen, die dann da drin sitzen, mit anderen Menschen da sitzen, gern paritätisch, Altersstruktur, können alles Computer ausspucken. Aber einfach Leute, die dann auch irgendwie eine Ahnung davon kriegen, hupsala, da gibt es aber auch noch ein anderes Argument. Oder, ach ja, in eurer Haut wollte ich nicht stecken. Also einfach, das ist auch noch mal so ein Politik-Erklärmechanismus. Wir, die wir hier sitzen, und ich behaupte auch mal, alle, die uns jetzt zugucken und die irgendwie Phoenix gucken zu nachtschlafender Zeit, das sind aus meiner Sicht alles recht überpolitisierte Menschen. Also das ist alles in Ordnung und da freue ich mich riesig drüber. Aber wir Weihnachten kommt wieder der harte Test. Wenn ich da bei meiner Verwandtschaft sitze, dann weiß ich wieder, wen ich das ganze Jahr nicht erreiche. So. Und wenn da mal jemand so einen Brief bekäme von der Bundestagspräsidentin, ich glaube, die würden ganz anders auf Politik und deren Abläufe auch gucken. So, das waren meine Punkte, die ich ansprechen wollte. Und falls ich jetzt hier nicht nur fünfmal was sage, will ich auch sagen, es hat mir meistens echt Spaß gemacht hier und ich habe mit großer Freude hier mitgearbeitet. Vielen Dank für das gute Miteinander. Vielen Dank. Dann als nächstes Ansgar Heveling und danach Herr Glaser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum ersten Punkt, Digitalisierung, effektivere Gestaltung der Parlamentsarbeit, ist sicherlich zunächst mal festgehalten, dass da ein hohes Überschneidungspotenzial mit den Beratungen eben im ersten Ausschuss ist, der sich intensiv mit diesen Fragen jetzt auch schon
auseinandersetzt und ja auch in intensiven Überlegungen ist, an welchen Stellen man etwas tun kann, unter Berücksichtigung dessen, dass, und da greife ich das Wort auf, was Professor Möllers gesagt hat, die Aura des Bundestages eben auch gewahrt wird und die Konzeption letztlich, dass eben das Parlament auch so etwas wie eine Agora ist, wo eben als wesentlicher Bestandteil der Demokratie eben auch die Kommunikationsfunktion wahrgenommen wird. Und die wird eben natürlich ganz besonders ausgeprägt in Präsenz eben wahrgenommen. Dass man das allerdings an vielen Stellen, insbesondere eben mit Blick auf die Ausschussarbeit, auch durch digitale Formate ergänzen kann, was hilfreich ist, mit Blick auf Beratungen außerhalb der Sitzungswochen des Deutschen Bundestages oder eben auch die relativ schnelle Möglichkeit, zusammenzukommen, ist sicherlich sinnvoll. Aber im Zentrum sollte natürlich schon der direkte Austausch stehen. Bei der Frage der Abstimmung natürlich wirkt das ein bisschen archaisch, wenn wir um die Abstimmungsurnen herumwuseln. Ich glaube, man darf aber auch zwei Dinge nicht unberücksichtigt lassen. Auch das hat einen kommunikativen Effekt zwischen Abgeordneten. Das muss man ja auch sehen. Es geht ja oft auch um den Austausch unter den Abgeordneten. Und gerade bei Abstimmungs-, also wenn man nicht ganz schnell zur Urne huscht und da seine Karte einwirft, hat man doch auch oft die Gelegenheit, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen mal ins Gespräch zu kommen und sich über das ein oder andere auszutauschen. Das sollte man, glaube ich, nicht unberücksichtigt lassen, auch wenn für die Effektivität sicherlich auch schon vieles dafür spricht, ob man eben Abstimmungsfenster macht, um gerade später Abstimmungen zu verhindern. Dem Archaischen muss man aber sicherlich auch entgegensetzen, dass da, glaube ich, die Konzeption hintersteht, so eine Art Unmittelbarkeit sicherzustellen, dass also auf die Debatte dann auch tatsächlich die Abstimmung in der jeweiligen Sache erfolgt. Und wenn man das natürlich trennt und nur noch Abstimmungsfenster hätte, wird das natürlich voneinander gelöst und der ein oder andere Abgeordnete bekommt dann vielleicht etwas weniger mit, worüber er dann abstimmt, wenn er seine Stimmkarte oder auf den Knopf drückt. Das muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, dass eben diese Unmittelbarkeitsbeziehung zwischen der Debatte und der Abstimmung natürlich dann aufgelöst wird. Bürgerräte haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen intensiv im Bundestag darüber diskutiert. Ich glaube, man muss da an der Stelle sicherlich sehen, dass es für den Austausch ein sinnvolles Instrument sein kann, dass es aber eben natürlich Grenzen hat, insofern als dass eben keine Bindungswirkung gegenüber dem Parlament entstehen kann und entstehen darf. Und sich dann eben natürlich auch die Frage stellt, also es muss von vornherein klar sein, weil sich sonst die Frage stellt, ob man eben nicht sozusagen eine Illusion damit erzeugt, die nachher mit der Realität, mit dem, was an Einfluss besteht, nicht standhalten kann. Die Frage Beteiligung des Parlaments im Hinblick auf internationale Entscheidungsprozesse, Frau Ferner hat das OZBBG angesprochen als ein Instrument, das dem Parlament jedenfalls mit Blick auf die europäischen Prozesse ja auch wirklich schon viele Mitwirkungs- und jedenfalls Unterrichtungsrechte und Pflichten einräumt. Da ist es sicherlich überlegenswert, inwiefern man bestimmte Punkte auch auf internationale Verträge ansonsten ausweiten könnte. Und die von Frau Professor Schmal angesprochenen Lücken, die da noch bestehen, sollte man sich auf jeden Fall auch tatsächlich mal angucken, um zu schauen, ob da eine sinnvolle Anpassung erforderlich ist. Vielen Dank. Nein, stopp. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den intensiven fachlichen Austausch hier in der Kommission, die vielen unterschiedlichen Perspektiven, die die Sachverständigen eingebracht haben,
Das hat mir jedenfalls auch an vielen Stellen Erkenntnisgewinn gebracht und auch Denkanstöße gegeben über den Tag hinaus. Von daher glaube ich, dass die Kommission bisher gute Arbeit in diesem diskursiven Sinne geleistet hat. Und dafür auch von meiner Seite und für meine Fraktion ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann als nächstes Herr Glaser. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nur ein Satz schnell zu der Digitalisierung, wenn man sie denn so nennen kann. In der Tat ist das Abstimmungsritual, um das mal herauszugreifen, als relativ leicht veränderbar, schon tatsächlich archaisch. Ich stimme dem zu. Ich war in mehreren Parlamenten in Europa, habe das erlebt im italienischen Senat und in anderen Gremien. Die haben ganz selbstverständlich dort sozusagen Nicht-Präsenzstrukturen und keine Lauf- und Kärtchenstrukturen. Und es ist wohl sicher gesichert, dass das funktioniert, dass da kein Missbrauch stattfindet. Also dringende Bitte an der Stelle vielleicht ein paar Bemerkungen aus unserer Kommission herauszumachen, dass dort etwas geschieht. Aber zu den wichtigen Punkten von dem großen Katalog, der dann doch jetzt entstanden ist. Erstens das Thema Zeitdruck, Gesetzgebungsverfahren und Entschleunigung. Das sage ich mal, das ist ein großes Anliegen, auch schon vor 6 Jahren, muss ich einfach sagen, oder 5,5. Das Problem, das wir dort in Praxis haben, in der Geschäftsordnung steht drin für jeden Sachantrag 12 Stunden Vorlauf. Für ein Gesetzgebungsvorhaben 24 Stunden Vorlauf. Das ist unvorstellbar. Ich sage das immer aus der kommunalen Welt über Jahrzehnte kommend, das kriegen Sie nicht mal im Bauerndorf. Wird so gearbeitet, dass sozusagen Tagesordnungspunkte und deren Unterlegung nicht zu irgendwelchen Vorbereitungsmöglichkeiten in den politischen Gruppen bei jedem Einzelnen, der dazu was zu sagen hat, gegeben werden. Und wenn ich, um es als Beispiel zu sagen, das Jahressteuergesetz nehme, in dem ich dann häufiger berührt worden bin aus fachlichen Gründen, und das hat dann also 12 Artikel und berührt ungefähr 36 Steuergesetze, und das ist dann zu lesen, das kennen Sie ja dann, da wird und durch oder ersetzt und 49 wird durch 47 ersetzt, das ist nicht einmal lesbar, nicht annähernd lesbar. Und da wird richtig eingegriffen in ja viele Lebenszusammenhänge, weil das Steuerrecht nun mal so ist, wie es ist, und eben sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, invasiv in Lebensverhältnisse. Also das ist einfach für mich unvorstellbar, das als einen geordneten Gesetzgebungsprozess zu bezeichnen. Also dringende Bitte, das wäre leicht zu machen. Da müsste man einfach die Geschäftsordnung ändern, müsste einfach anständige Fristen einmachen, die wirklich angemessene Beratung machen. Sie wissen, die Regierung ist immer bevorzugt. Die hat also Ministerien und Ministerialbeamte, die arbeiten Monate. Und dann geht es in die Fraktion mit schmalem Personal, wo das schon von der Menge nicht aufzuarbeiten ist, mit deutlich kleinerem Sachverstand. Das ist halt so, eine Fußballmannschaft mit ganz wenigen gegenüber sozusagen eine, die aus einem Bevölkerungsreservoir von Millionen schöpft. Das ist, kann nie funktionieren. Von daher gesehen, dringende Bitte, das wäre relativ leicht zu machen. Ich glaube, das wäre ein Gebot des demokratischen Anstandes, das zu tun. Lassen Sie mich zu den Bürgerreden noch was sagen. Ich denke, das ist wirklich eine Ersatzhandlung. Das ist also ein Substitut, weil man den Gedanken von Volksabstimmungen jetzt irgendwie verworfen hat. Es gab ja mal, glaube ich, 2, 3, 4, 5, gab es mal einen Entwurf mit Verfassungsänderungen von Rot-Grün über irgendeine Art von Volksabstimmung, Referenden, also alles, was ich mit diesem Begriff verbinde. Das sind ja mehrere ganz unterschiedliche, aber sehr interessante Institutionen. Stichwort Schweiz, man muss es aber gar nicht abschreiben. Man muss aber wenigstens mal gucken, was es da alles gibt. Und das hat man dann jetzt irgendwie beerdigt. Das wird nicht mehr, ist nicht mehr en vogue. Also versuchen wir jetzt sozusagen so ein Ersatzteil zu zimmern. Ich habe Berichte gehört von 2 Insidern, die jetzt bei diesem europäischen Konferenz dabei waren. Es ist horribel. Es ist einfach nur horribel, wie YouGov dann Bürger auswählt, wie die betreut werden, wie die durchs Verfahren geführt werden. Es ist eine wirkliche Täuschung der Öffentlichkeit und es ist eine Täuschung aller derer, die an Demokratie interessiert sind. Deshalb also dringende Bitte, eben das Thema der Volksabstimmung, also der richtigen Urverfahren der Beteiligung breiter Bürger an großen Schicksalsfragen nach wie vor auf der Agenda zu behalten und es irgendwann zum Stuhl zu bringen. Drittens,
Das Thema Koalitionsverträge habe ich jetzt tatsächlich als Stichwort zum ersten Mal gehört, aber ich will das gerne aufgreifen, weil ich das seit eh und je empfunden habe, habe auch schon mal ein dickes Buch darüber gelesen, über die Rechtsnatur von Koalitionsverträgen und davon, dass man so machen darf. Wir kennen das. In Parlamentsdebatten wird gesagt, ja, wir müssen das machen als Partei, als Koalition, weil wir haben das vereinbart. Das heißt, die Sachlegitimation, die Sachargumentation für die Richtigkeit oder Falschheit oder Klugheit oder Torheit von Verfahren zu ersetzen durch den Hinweis, wir haben das vereinbart und viele ahnen von uns, wie solche Vereinbarungen zustande kommen. Das kann man gar nicht kritisieren, das wird unter der Not sein. Das ist dann in der parlamentarischen Gesellschaft auch nachts um 11 mit viel Rotwein. Will ich auch nicht kritisieren, ich liebe Rotwein. Aber unter diesem Aspekt zu sagen, das ist dann das Gesetz, das wir abarbeiten im parlamentarischen Betrieb, halte ich für einen groben Akt der Entmündigung. Also mit allem Respekt, Frau Kollegin, dem ich zuzustimme. Ich will aber viertens noch mal sagen, das Thema der Zusammenarbeit etwa auch im europäischen Bereich über diese ja, seltsame Struktur des Gesetzes über die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und dem Parlament in EU-Angelegenheiten. Der Finanzminister, um den ECOFIN zu nehmen, den ich häufiger sehe, mit Vor- und Nachbericht, das ist dann eine Parlamentsrunde, in der feuilletonistisch zu dem, was da gemacht wird, etwas Stellung nimmt. Das wird auch protokolliert. Ja, das kann man tun oder man kann es lassen. Eine Art von parlamentarischer Partizipation an diesen Entscheidungen ist null gegeben. Der Finanzminister startet mit dem Flugzeug als Regierungsorganmitglied und weisungsabhängig, mindestens durch die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. Wenn er aussteigt in Brüssel, ist er Legislativorgan. Oberstes Legislativorgan und macht im Rat die Gesetze. Er kann sie auch dort nur machen, wenn sie initiativ von der Kommission kommen. Das ist richtig. Insofern ist er dort eingebremst durch ein anderes Exekutivorgan. Einbremsen ist ein richtiges Stichwort, Herr Kollege Glaser. Ja, also ich bin so im Durchschnitt. Einbremsen mit dem Blick auf die Uhr, wenn Sie zum Schluss kommen. Ich bin auch am letzten Punkt und wir sind so im guten Durchschnitt mit 6, irgendwas. Also ich will das aber trotzdem loswerden, weil hier ein fundamentales demokratietheoretisches Problem liegt, das so nicht gelöst ist. Und was eigentlich ja ein ganz, ganz grober Missstand ist, den will ich markieren dürfen. Dann habe ich als nächstes den Kollegen Stefan Thome. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Den Dankesworten, die heute schon ausgesprochen worden sind, will ich mich auch ausdrücklich anschließen. Ich finde, dass das eine sehr, sehr erkenntnisreiche, sachliche, manchmal auch emotionale Runde hier gewesen ist, an die ich immer gerne zurückdenken. Und deswegen bereue ich keine Minute, keine Sekunde, die ich hier verbracht habe. Ich will zu zwei Punkten ein bisschen etwas sagen. Einmal zum Thema Fußabdruck. Für mich persönlich, für uns ist Transparenz immer was sehr Positives, was sehr Gutes. Aber eine Frage habe ich da, die sich mir immer stellt. Letztlich ist ja Interessensvertretung auch ein Ausschluss von Artikel 17 Petitionsrecht. Jeder darf sich allein oder in Gemeinschaft mit seinen Beschwerden, seinen Bitten an die Volksvertretung, an die Behörden wenden. Und nun steht zwar im Grundgesetz nicht ausdrücklich was von vertraulich drin. Aber es kann ja sein, dass jemand sagt, naja, ich will mich jetzt schon an eine Behörde, an ein Ministerium, an die Volksvertretung, an ein Amt wenden, will jetzt aber nicht unbedingt, dass dies so bekannt wird. Aber das kann natürlich auch Einfluss und Ausfluss und Auswirkungen haben auf Gesetzgebung. Und dann muss sich jemand ja eigentlich auch entscheiden, also will ich das nun tun, nehme ich dann in Kauf, dass meine Beteiligung an gesetzgeberische Entscheidungen bekannt wird oder will ich das nicht? Wir haben oft so die großen Verbände im Kopf, die Greenpeace und BDI und Mieterbund dieser Welt, denen macht es sicher nichts aus. Also es gibt ja auch die ganz kleinen Verbände, die diese Entscheidung treffen müssten. Und das ist schon meine Frage. Können wir über das eigentlich einfach so disponieren, dass wir sagen, das wird aber öffentlich, wenn du dich mit einem Anliegen an uns wendest? Auch wenn es nicht drinsteht, wird es nicht irgendwie vorausgesetzt, dass diese Vertraulichkeit auch möglich sein muss. Das ist so die einzige Frage, die ich noch zu stellen hätte, auch wenn ich es grundsätzlich für richtig halte, dass das nachvollziehbar ist. Zweiter Punkt ist das Thema Bürgerräte
sind wir ja auch irgendwie ein Bürgerinnen- und Bürgerrat. Wir sind nicht durch Geburt oder so hier im Parlament, sondern durch eigentlich die höchste Form der Legitimation, die wir kennen, durch Wahl höher als Geburt oder Losentscheidung, durch gelenkte Zufallsauswahl. Insofern, ja, meine ich schon, wir sollten das Selbstbewusstsein auch bewahren, pflegen, auch den Rücken mal durchdrücken. Wir sollten auch keine Illusion erzeugen, dass ein Bürgerrat so eine Art Überparlament wäre, das den Streit hier schlichtet. Ja, dieser Streit, der Diskurs ist ja das Wesentliche des Parlamentarismus. Aber auf der anderen Seite, naja, Ecclesia semper reformanda, also auch was Gutes wie das Parlament muss sich ja doch immer irgendwie reformieren, muss Entkoppelungstendenzen entgegenwirken. Und deswegen wäre meine Frage, ob das in Einklang gebracht werden kann, den Parlamentarismus als solches, als Inneres reformieren, aber zugleich auch deutlich machen, wir entkoppeln uns nicht, wir öffnen ständig neue Kommunikationskanäle, versuchen das auch, testen das auch. Ich würde nicht zu defensiv an das Thema Bürgerrat herangehen, aber dem auch keine Wunderkraft beimessen. Wir werden kein Karfreitagswunder erzeugen können. Es ist nur ein Element, wie wir zeigen, wir sind auch ständig zu Evolution, nicht zur Revolution, aber zu Weiterentwicklungsevolutionen fähig. Und ich glaube, es fällt uns auch kein Zacken aus der Krone, mit solchen Formen zu experimentieren. Vielen Dank, Herr Kollege Thome. Dann habe ich mich selber noch mal kurz draufgesetzt zum Thema elektronische bzw. Herr Professor Pugelsheim, sogenannte elektronische Abstimmungen. Fand ich sehr lehrreich, wie Sie hier ausgeführt haben. Da werden wir ja noch in diesem Jahr einen großen Schritt weiterkommen, indem wir in der IUK-Kommission die Machbarkeitsstudie beschließen werden. Und dann werden sich in der Tat die Fragen stellen, die als erste Frau Kollegin Dr. Wawczyniak angesprochen hat. Was machen wir dann mit der Beschlussfähigkeit? Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, dass man an das Quorum selber rangeht, dass man sagt, nur zu bestimmten Uhrzeiten, also etwa nach einer bestimmten Uhrzeit, keine namentlichen Abstimmungen mehr. Man kann es machen wie das Europäische Parlament, die ein sogenanntes Pooling machen, dass also am Ende der Sitzungswoche die Abstimmungen stattfinden. Ich finde, da spricht dagegen, dass die Leute, die eine Debatte erfolgen, dann auch gleich das Ergebnis haben möchten und nicht noch zwei Tage warten, bis die Abstimmung da ist. Also da stellen sich noch eine Fülle von Fragen neben den diversen technischen Fragen, die jetzt durch die Machbarkeitsstudie geklärt werden. Das nur zur Ergänzung zu den Fragen zu diesem Thema. Nächstes habe ich dann Frau Hennig-Welso. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich will mich zuerst bedanken für die Ausschussarbeit. Ich habe mich für Petra Pau freiwillig eintauschen lassen, nachdem ich einmal die Vertretung machen durfte, eben weil es so spannend ist und weil wir tatsächlich miteinander diskutieren und ich glaube, auch dieses Parlament ein bisschen weiterbringen könnten. Da beginne ich gleich bei der Attraktivität des Parlaments. Die wäre schon wesentlich höher, wenn wir zum Beispiel eine Parität unter den Abgeordneten hätten mit Männern und Frauen. Weil ich glaube, der Bundestag erlaubt sich eben auch diese Arbeitszeiten bis tief in die Nacht, weil die meisten Menschen in diesem Parlament keine Kinder zu versorgen haben oder Familie vor Ort oder. Was natürlich auch gleichzeitig Menschen, zum Beispiel Frauen, von der Bewerbung um den Bundestag und einem Bundestagsmandat natürlich schon abhält, weil das für Frauen in Familiensituationen oder alleinerziehend gilt, auch für Männer im Übrigen, überhaupt nicht darstellbar ist, tatsächlich die Arbeit im Parlament in dieser Form zu leisten. Also deswegen würde ich das gerne noch mal auf die Tagesordnung heben, Parität. Die späte Stunde finde ich tatsächlich ein Problem. Und ich finde, wir sollten uns in dieser Runde auch noch mal befleißigen, darüber nachzudenken, ob wir Redezeitenverkürzungen zum Beispiel ins Spiel bringen. Das ist ja in anderen Parlamenten durchaus anders geregelt. Bis dahin, wie viele Rednerinnen eine Fraktion am Ende an das Pult stellt, ob das wirklich die 4 bis 5 sein müssen oder ob vielleicht auch 2 reichen. Damit hätte man schon viel Zeit gewonnen. Das Stichwort digitale Abstimmung würde ich unbedingt nach vorn stellen, weil das natürlich auch den Zeitplan wesentlich verschmälert. Und was mir im Bundestag tatsächlich fehlt, und ich komme aus einem Parlament, was sich als digitales Parlament bezeichnet, ich fände das schon gut, wenn auch der Bundestag ein digitales Parlament wird. Das würde aber auch bedeuten, dass man als Abgeordnete und Abgeordneter auch im Bundestag selbst, also im Plenarsaal, Zugang zu Steckdosen
eigenen Tischen. Und tatsächlich auch die Erlaubnis, den Rechner dahin zu stellen, hätte. Ich glaube aber, dass uns das sehr viel ersparen könnte, was auch effizient, also was Papier und Ähnliches angeht, also effizienter arbeiten zu können, immer auch aktuell zu sein, weil das natürlich stimmt, dass mit dieser Ampelkoalition Gesetze durchaus durchgepeitscht werden und wir als kleiner Koalitionspartner, wollte ich gerade schon sagen, das stimmt aber gar nicht, als kleiner Fraktion da zum großen Teil gar nicht mehr hinterherkommen können. Und das ist natürlich in irgendeiner Form ein Problem. Da ist natürlich digitales Parlament nur Symptombekämpfung an dem Punkt. Wäre aber eine Möglichkeit, um uns das Arbeiten leichter zu machen und mehr Zeit einzusparen. Was die Koalitionsverträge angeht, ich finde gut so, wie sie gemacht werden. Ich habe da eine deutlich andere Haltung als meine Sachverständige, auch aus Erfahrungsgründen. Und wer nach Thüringen schaut, sieht, wie schwierig das ist, wenn man keine eigene Mehrheit als Regierung hat und tatsächlich immer noch mit der Opposition auch zum Beispiel Haushalte verhandeln zu müssen. Das ist eine unglaublich schwierige Kiste. Insofern verstehe ich den Gedanken, allein die praktische Umsetzung teile ich nicht. Das soweit dazu. Nochmal zum Transparenzgesetz in Kurzfassung, wie es in Thüringen geschaffen ist. Auch wir haben damals heftigst diskutiert, was in einem Transparenzgesetz, also was transparent sein muss in einer Gesetzesschaffung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass alles angegeben werden muss. Ob das die Einzelnen tun und wie aus, weiß, wen ich sie dann im eigentlichen Sinne auch sind, das ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es gibt Vorbilder auch in der Bundesrepublik, wie man mehr Transparenz bei der Entstehung von Gesetzen auf den Weg bringen kann. Was ich unglaublich an diesem Bundestag schätze, sind tatsächlich die Anhörungen. Und wir vergeben uns tatsächlich den Gewinn aus diesen Anhörungen, indem wir tatsächlich in einem Affenzahn die Gesetze verabschieden und tatsächlich das, was Frau Wawczyniak ja gesagt hat, nicht mal im Protokoll haben oder uns tatsächlich, wie sagt man, offiziell auf die Anhörungen noch mal beziehen können, zum Beispiel in Reden. Das können wir aus den schriftlichen Stellungnahmen, wir können es aber in der Regel nicht aus den Anhörungen. Und das finde ich ein bisschen schade und das wird auch den Anhörungen nicht gerecht, da könnte man auch noch mal rangehen. Also im Großen und Ganzen das Thema noch mal, wie werden wir eigentlich im Bundestag wahrgenommen, unsere Entscheidungen und so weiter. Der Bundestag hat natürlich das Dilemma, dass unglaublich viele Themen auf der Tagesordnung stehen und nur diejenigen, die tatsächlich im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, auch transportiert werden können. Und ich musste sehr lachen über den Satz, und Weihnachten wird hart, da kommt die Verwandtschaft, das kenne ich nämlich auch. Aber es ist nun mal so, dass wir gar nicht alles transportieren können. Und ich finde, und auch da auch tatsächlich, das hat mich sehr positiv überrascht, auch mal Lob an die Bundestagsverwaltung oder die Bundestagskommunikation, da ist so viel passiert. Also man kann sich, wenn man interessiert ist, also wirklich alles anschauen. Man kann zu allem sich informieren. Und ich finde das großartig und das muss ja auch mal gesagt werden. Und eine letzte Bemerkung zielt auf den Beschluss des Abschlussberichtes. Wir haben ja den 20. und den 27. April vorgesehen. Wenn wir jetzt am 20.04. darüber abstimmen, welches Wahlsystem wir zum Beispiel dem Bundestag vorschlagen, ist es möglicherweise notwendig, dass wir zum Beispiel oder andere Fraktionen noch mal reagieren müssten. Insofern würden wir vorschlagen, dass wir erstmal beide Termine, den 20. und den 27. April, aufrechterhalten. Und nicht nur als Reservetermin nutzen. Danke. Vielen Dank. Es kam nur gerade der Hinweis, das Thema Wahlrecht, Reduzierung des Bundestages, haben wir eigentlich schon behandelt durch den Zwischenbericht. Ja. Gut, als nächstes, als letzter auf der Redeliste hat der Kollege Sebastian Hartmann sich gemeldet. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Frau Kollegin, ich kann Ihnen versichern, das wird nicht kollidieren. Wir werden aber diesen Zwischenbericht vernünftig beraten können, weil wir ja ausreichend früh
schon den Erstentwurf bekommen, schon im Februar, sodass wir genügend Zeit haben. Das ist die Obleuterunde, die Besprechung gewesen. Ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Vorgehen, dass wir 4 bis 6 Wochen Zeit haben, auch nach den guten Erfahrungen. Das ist übrigens auch teildigital hybrid durchgeführt worden. Wenn ich an den Zwischenbericht erinnere, haben wir ja in Teilen in Präsenz getagt, haben in Teilen aber auch hybrid gearbeitet. Und ich möchte jetzt an diese 3, 4 Punkte noch mal anknüpfen, weil das die aufgeworfenen Fragen in dieser abschließenden Sitzung sind, die inhaltliche Fragestellung noch mal aufrufen. Und da es ja schon einige Punkte benannt worden sind, glaube ich, kann man ja auch noch mal die Gegenposition einnehmen oder mal das Ganze systemisch hinterfragen. Ist es denn tatsächlich so, wenn die Sitzungswochen am Donnerstag immer zu 2 bis 3 Uhr nachts führen, ob nicht eine mildere Lösung wäre, zu sagen, ich führe eine weitere Sitzungswoche ein oder 2 weitere Sitzungswochen? Das würde ja ermöglichen, möglicherweise Zeitabläufe zu verändern. Zum anderen auch, was Zeitkontingente angeht. Natürlich muss es eine gewisse Repräsentation geben, wie groß Fraktionen sind, wie viele Gesichtspunkte sind. Auch Sammlungsfunktionen von Parteien werden ja dadurch abgebildet, durchaus unterschiedliche Positionen. Und da werbe ich dafür, dass wir im Deutschen Bundestag doch eine Vielzahl von Formaten entwickelt haben, die geeignet sind. Und das ist jetzt der erste Punkt, den ich im Blick auf die Sachverständigen, die jetzt in der abschließenden Runde ja auch nochmal Stellung nehmen, wir sollten nicht nur den Punkt Bürgerräte als Bezugspunkt zum Parlament nehmen, sondern fragen, gibt es eigentlich auch andere Varianten? Gerade das, was jetzt hier stattfindet, ist ja die Möglichkeit, dass Abgeordnete und Sachverständige zusammen an einem Thema über einen gewissen Zeitraum, einem strukturierten Verfahren arbeiten. Wenn ich den Punkt der Kommissionen auf die nächste Seite umklappe und sage, jetzt, was gibt es denn noch? Die Anhörung. Ja, wir benennen Sachverständige auch in Anhörungen, geben ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Und mitunter sind diese Anhörungen von sehr grundlegender Bedeutung. Ich erinnere mal ganz konkret daran, dass in den Anhörungen zum Thema Bevölkerungsschutz lange vor Corona der Deutsche Bundestag die Felder des Katastrophenschutzes und die Anforderungen an einen modernen Bevölkerungsschutz diskutiert hat. Die Grundlagen, die dort erarbeitet worden sind, zum Teil auch hinterfragt worden sind in weiteren Anhörungen parallel zur dann dauernden Katastrophenlage Corona, waren ein Moment. Jetzt mal weiter. Vielleicht muss man zu Anhörungen dazu nehmen, sagen, ja, wir laden vielleicht dazu 2 oder 3 Bürgerinnen und Bürger ein, die einfach noch mal als Zusatzgutachter agieren können oder Gutachterinnen und einfach noch mal eine weitere Sicht anbringen. All diese Formate sind möglich, sodass ich die Frage stelle an die Sachverständigen, wie ordnen Sie das ein, welche parlamentarischen Verfahren wir auch vielleicht mit Beginn der Arbeit im Deutschen Bundestag entwickelt haben, wo wir nun stehen und diese Kommission und ihre Arbeit noch mal berücksichtigen, weil ja hier die Einbeziehung gelingt. Und wenn man sich die Phalanx der Sachverständigen anschaut, sind diese repräsentativ für die Breite der wissenschaftlichen und Meinungsvielfalt, die wir zu dem Thema haben. Zweiter, letzter Punkt nochmal, weil Frau Kollegin Leni Breimeyer für die SPD auch noch einen Punkt gesetzt hat zum Thema Bürgerräte, möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass bestimmte Dinge nochmal anschaulich durch den Bundestag widerlegt worden sind. Zum Beispiel die Geschwindigkeit, in dem auch ad hoc agiert werden kann auf größte außenpolitische Krisen, ist ja nicht per se negativ einzuordnen, sondern das, was manchmal angenommen wird, dass das Parlament zu träge, zu langsam sei, die Exekutive schneller ist, das Gegenteil ist doch richtig. Wir haben im rechtsstaatlichen Verfahren Gesetze beschlossen. Ja, wir haben bestimmte Fristen verkürzt, aber wir haben immer dann, wenn es um größte Hilfspakete ging, um Aktion und Handlung auch reaktiv zu sein bei Corona-Maßnahmen, es geschafft, als Parlament demokratisch zu entscheiden. Und die Judikative hat das bestätigt. Wir waren in der Lage, diese Verfahren so anzupassen, also auch flexibel zu agieren, dass eigentlich da eine Menge in den letzten 2, 3 Jahren auch noch vorangebracht worden ist, sodass ich glaube, dass die Digitalisierung als technischer Prozess allein keine Aussage darüber ist, sondern eher etwas anderes zu tun. Der Begriff Parlament kommt ja aus dem französischen Parlement. Wenn wir den Raum der Unterredung größer machen, dann macht es Sinn, die Abstimmung zu verkürzen oder auf bestimmte Bereiche zu nutzen. Aber das, was Kollege Heveling zum Beispiel gesagt hat oder andere, auch im Raum, dass wir die Gelegenheit haben zum Argument und Gegenargument, zum Austausch, zur Diskussion, das, glaube ich, muss transparenter sein. Und deswegen mit Blick auch auf die Vorsitzenden und diejenigen, die auch in den GO-Ausschüssen sind. Ich kann als jemand, der nicht dabei ist, aber vernimmt, was dort beraten wird, nur höchste Anerkennung aussprechen, dass die Transparenz erhöht wird, dass bestimmte Formen und Formate öffentlicher werden, dass es nachvollziehbarer wird für Bürger und Bürger. Auch das baut Distanzen ab. Schließen möchte ich mit der Bemerkung, auch der Einordnung nochmal, dass ich auch persönlich sehr dankbar bin, an dieser Kommission mitwirken zu dürfen. Ich glaube, das war einer der spannendsten Punkte, die ich in meiner bisherigen parlamentarischen Arbeit
erleben durfte. Es ist keine Selbstverständlichkeit, auch delegiert zu werden in diese Kommission, auch Obmann zu sein, weil ich ein kollegiales Miteinander erlebt habe. Und darum glaube ich, nachdem ja mehrere sich bedankt haben, sollten wir eine Gruppe noch mal besonders in unseren Dank einschließen. Es sind die Vorsitzenden und das Sekretariat. Auch Sie haben und euch natürlich an Phasen, ich erinnere mal an den Zwischenbericht, da gab es ja an bestimmten Stellen etwas hakelig und die Harmonie schien fast dahin zu sein, aber Sie haben das wieder zusammengeführt. Und deswegen noch mal ein Dank an die Vorsitzenden, weil auch wenn unsere, das wissen ja viele auch Zuschauer nicht, dass sie, wenn man am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr mit der Videoschalte der Obleute zur Wahlrechtskommission startet, dann weiß man, was der Tag bringt. Man freut sich umso mehr auf den Donnerstag, auf die Wahlrechtskommission, was da alles vorbereitet und auch verhandlungsleitend aufgemacht worden ist unter kluger Verhandlungsleitung. Danke an die Vorsitzenden, danke an das Sekretariat und an euch Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sebastian Hartmann. Jetzt haben wir noch eine allerletzte Wortmeldung vom Kollegen Außendorf. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin ja kurzfristig hier eingesprungen und kenne die Gepflogenheiten nicht so sehr. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt vielleicht noch eine zweite Runde, aber scheinbar die Sachverständigen. Gut, dann mache ich meine Bemerkung gerade noch vorweg, da ich neu bin, vielleicht zwei Sätze zu mir. Ich bin auch neu im Parlament, war vorher aber schon lange kommunalpolitisch tätig, bin ansonsten Diplom-Mathematiker, meistens der einzige Mathematiker im Raum bei Veranstaltungen im Bundestag. Schön, dass wir heute mindestens zu zweit sind. Ich nehme an, genau zu zweit. Ja, bin digitalpolitischer Sprecher Bündnis 90 Die Grünen. Wundern mich etwas, dass hier ansonsten keine Digitalpolitiker anwesend sind. Das wäre vielleicht ganz gut, manchmal, um das so aufzuheitern thematisch. Ich gehöre auch in meiner Fraktion zu denjenigen, die gerne mehr digitalisieren möchten. Das heißt jetzt nicht mehr Videokonferenzen, sondern mehr Technik. Insofern bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Ich möchte noch eine Bemerkung machen zum Thema Koalitionsverträge. Das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert, weil es ist ja eigentlich etwas, was außerhalb des Parlaments stattfindet. Koalitionsverträge sind ja Vereinbarungen zwischen Parteien und die ersetzen auch keine Debatte im Parlament, sondern die sind die Grundlage für unsere Arbeit hier. Aber natürlich wird in der Sache ja auch noch diskutiert. Und da Herr Glaser in den Raum gestellt hatte, dass Koalitionsverträge auch unter Einfluss von Rotwein geschlossen würden. Ich war ja selbst im Wirtschaftsteam mit dabei bei den Verhandlungen und kann Ihnen allen hier versichern, dass wir dort ohne Einfluss von Alkohol und sonstigen Drogen verhandelt haben. Aber nachdem wir dann fertig waren, haben wir durchaus ein paar Gläschen getrunken und das auch sehr genossen. Ich habe jetzt noch zwei konkrete Fragen. Wir hatten ja einmal bei den Leitfragen was etwa mitgegeben. Da hatte ich jetzt bei den Ausführungen nichts zu gehört. Es war ja die Frage, ob hinsichtlich den stark ausgefüllten Tagesordnungen, wie man damit umgeht, ob es da vielleicht Instrumente oder Verfahren gibt aus den Landtagen, die Ihnen bekannt sind, die uns helfen könnten. Also das mal offen in den Raum gestellt, wenn da einer der Sachverständigen oder der Sachverständigen darauf antworten können, bin ich da sehr gespannt. Die zweite Frage ist vor allem an Frau Werner. Sie haben nämlich CETA angesprochen, haben wir heute im Bundestag behandelt. Und gerade in dem Zusammenhang hat uns ja das Bundesverfassungsgericht mitgegeben, die Aufgabe als Parlament auch die Anwendung der Abkommen nachher mit zu begleiten. Jetzt gerade bei CETA haben wir ja diesen ständigen Ausschuss, in dem Vertreter der EU und Kanada tätig sind und dann Interpretationserklärungen abgeben. Eine der Lösungen, die wir ja gerade besprechen, ist die Einrichtung eines Unterausschusses zum Thema Handel, um genau dieser Aufgabenstellung nachzukommen. Ist das aus Ihrer Sicht ein gutes Instrument oder gibt es bessere? Bin ich aber auch interessiert an den Meinungen der Sachverständigen, ob die dann noch andere Ideen zu haben zu dem Thema, wie wir also den Vorgaben des Verfassungsgerichts dann nachkommen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Außendorf. Dann kämen wir jetzt zur Antwortrunde der Sachverständigen und wir beginnen in umgekehrter Reihenfolge Friedrich Pugelsheim. Herr Professor Pugelsheim, bitteschön. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich bin als Sachverständiger auch gelegentlich im Ausschuss für Verfassungsfragen vom Europäischen Parlament gefragt worden. Und die sind ja auch elektronisch gut unterwegs. Da kann man also aus der Ferne zuhören, wenn man nicht da ist. Und einmal habe ich zugehört bei einem solchen Abstimmungsblock, von dem verschiedentlich ja die Rede war, wie das Europäische Parlament das organisiert. Also ich kann nicht über das Plenum reden, aber in diesem Ausschuss für Verfassungsfragen. Und meine Erinnerung an dieses Event ist, es ist total Kafkaesk. Es sind 20 Minuten, wo in einem Affenzahn also Nummern aufgerufen werden, abgehakt werden. Es ist ein Maximum an Entfremdung. Und ich kann nur hoffen, dass der Bundestag diesem Beispiel nicht folgt.
Also es gehört schon die Abstimmung zur Rede und Gegenrede dazu, dass diese Einheit, die sachliche Einheit, erhalten bleibt. Zweitens vielleicht aus meiner Erfahrung als Sachverständiger beim Ausschuss für Verfassungsfragen im Europäischen Parlament und bei verschiedenen Gelegenheiten hier im Bundestag möchte ich sagen, es gibt schon auch Sachen beim Europäischen Parlament, die vorbildlich sind. Da werden also als Sachverständige höchstens drei gerufen. Das heißt also auch, dass die Fraktionen sich einigen müssen. Und in der Diskussion mit dem Ausschuss für Verfassungsfragen hat das die Auswirkungen, dass die Diskussion auch quer geht von einer Fraktion zu einem Sachverständigen, ohne dass ein Ping-Pong-Spiel stattfindet zwischen den Angehörigen einer Fraktion und dem oder der Sachverständigen, die gerade von dieser Fraktion berufen worden sind. Der andere Punkt, den ich sehr interessant finde, ist, dass die Anhörungen im Europäischen Parlament zu Beginn der Beschäftigung mit einem Thema stattfinden und nicht am Ende. Das war für mich der große Unterschied, den ich gespürt habe, dass bei der Anhörung war der Saal vielleicht deutlich größer als hier, aber er war voll, weil eben die Befassung mit der Sache begann. Das hieß, es waren die ganzen Mitarbeiter da, es waren die Sherpas da, die ja dann, wenn die Anhörung vorbei ist, sich mit dem Thema als erstes auseinandersetzen müssen. Das Gegenstück, ich kann jetzt nur über meine subjektiven Erfahrungen reden, waren hier beim Bundestag Anhörungen beim Geschäftsordnungsausschuss und beim Innenausschuss zur Novellierung vom Bundeswahlgesetz, wo die Anhörungen im Regelfall am Ende der Beratungen stattfanden. Und das empfand ich immer als sehr frustig und wenig effizient, denn zu diesem Zeitpunkt haben alle Fraktionen sich schriftlich festgelegt. Es gibt eine Bundestagsdrucksache von jeder Fraktion, was sie machen wollen. Dann kommt noch eine Anhörung. Das letzte war die Anhörung montags. Die zweite und dritte Lesung war am Freitag. Also ist doch klar, dass gar nichts mehr passiert zwischen Montag und Freitag. Wenn etwas zurückgeht, wenn eine Fraktion sich schon festgelegt hat und möchte das ändern, dann muss es ja fraktionsintern auch bearbeitet werden können. Und dazu fehlt die Zeit. Und bei anderen Anhörungen vorher war das auch so. Diese Art der sachverständigen Anhörungen sind meiner Ansicht nach viel zu spät. Sie sind auch aus ich habe da zu wenig Einblick in die Parlamentsgeschichte, irgendwie entstanden aus Ritualen und werden beibehalten, aber sie sind in ihrem Effekt, verpuffen sie vollständig. Denn in der Anhörung können die Kollegen vom Staatsrecht sagen, das ist verfassungswidrig, das ändert überhaupt nichts mehr. Die einen sagen, es ist verfassungswidrig, die anderen sagen, es ist nicht verfassungswidrig. In der Sache, in der Befassung innerhalb des Bundestages bleibt es gleich, weil die zweite und dritte Lesung kommt Ende der Woche, da kann gar nichts mehr passieren. Da finde ich also, wie gesagt, die Terminierung im Europäischen Parlament oder da im Ausschuss für Verfassungsfragen, ich kann ja nicht über alle Sachverständigenanhörungen reden, Stellung nehmen, urteilen, besser zu Beginn und nur wenige Sachverständige, auf die die Fraktionen sich dann einigen müssen. Und wenn es sechs sein sollen, dann sind eben zwei Anhörungen angesetzt statt einer, weil in einer Anhörung nicht mehr als drei zur Sprache kommen. Ja, und zum Abschluss möchte ich mich auch in meiner Rolle als Sachverständiger bedanken. Es sind ja nicht alle Anhörungen frustig. Diese Mitarbeit in der Kommission fand ich sehr konstruktiv und ehrenvoll. Und ich wünsche dem Bundestag, dass er entsprechend konstruktiv auch seine Entscheidung trifft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Buckelsheim. Dann als nächstes Elke Ferner. Bitte schön. Ja, ich will es auch kurz machen. Ich denke, die Themen sind alle angesprochen. Ich würde dazu raten, wenn es um die Parlamentsabläufe geht, wirklich zu gucken, wo man echt Zeit einsparen kann und vielleicht da, wo man gerne auch mal hin und wieder ein bisschen länger und aus gutem Grund ein bisschen länger diskutieren will, sich dann die Zeit auch nehmen zu können. Also wir haben ja auch diese
Abstimmungen ohne Aussprache. Das ist ähnlich, was du jetzt gerade gesagt hast, so wie im Europaparlament, was dann mittwochs oder um die Mittagszeit immer abläuft. Da muss man wirklich überlegen, also alleine schon da eine halbe Stunde, die Frage, ob man nicht mehr en bloc abstimmen kann bei den Sachen, so wie das beispielsweise bei den Petitionen auch gemacht wird, wo gebündelt wird, damit man eben sozusagen ein paar Abstimmungen hat, die man sich dann sparen kann und damit einfach auch noch mal Zeit gewinnt für andere Dinge. Ich halte es schon überlegenswert zu gucken, ob man, bevor man in die erste Lesung eines Gesetzes geht, dann schon mal so eine grundsätzliche Anhörung macht und dann wirklich nur im Notfall noch so eine Anhörung, damit das eine oder andere, was während der Debatte aufgekommen ist, vielleicht auch noch über Änderungsanträge überhaupt transportiert werden kann. Das war ja häufig so, dass da noch irgendwas ist, war oder noch draufgepackt werden sollte auf ein laufendes Gesetzgebungsverfahren, damit das schnell in die Wege geleitet werden kann. Und dafür musste das dann eben in der Anhörung auch angesprochen sein. Ich möchte mich auch bedanken für die Gelegenheit, hier als Sachverständige mitwirken zu dürfen. Ich hoffe, dass wir dann auch beim Abschlussbericht zu guten Ergebnissen kommen, die uns insgesamt weiterführen. Vielen Dank. Dann als nächster Herr Professor Möllers, bitte schön. Ja, vielen Dank. Es wurden also ein paar Fragen gestellt zur Vergleichbarkeit oder zur Praxis im Europäischen Parlament, in Landesparlamenten, zu denen ich wirklich ohne Vorbereitung gar nichts sagen kann. Ich glaube, da müsste man auch noch mal sehr genau gucken, wie das sozusagen ist und wie das ja auch dann von den Beteiligten bewertet wird. Denn die Tatsache, dass Sachen irgendwo anders gemacht werden, heißt ja noch nicht, dass die Leute damit zufrieden sind, wie es gemacht wird. Ich will vielleicht nur ganz zwei kurze Punkte machen. Einer noch mal so vielleicht zu dem Internationalen mit einem bisschen allgemeineren Ausblick, aber wirklich nur zwei Sätze und eine zur Sachverständigenanhörung. Ich denke, man sieht schon auch bei der internationalen Zusammenarbeit, CETA, Begleitausschüsse, diese ganze Begleitung der europäischen Integration, jetzt auch der Versuch, das im Völkerrecht zu etablieren, natürlich auf der einen Seite auch, dass sich das Parlament weiterentwickeln muss. Es hat sich ja auch sehr stark weiterentwickelt, ist ja auch sehr groß geworden. Auch die administrative Begleitung ist ja doch schon gewaltig geworden. Und das soll auch erstmal so sein. Aber auf der anderen Seite wünsche ich dem Parlament irgendwie doch auch immer, dass es sich nie vergisst, was so die zentralen Aufgaben sind, also Gesetzgebung, Plenum befüllen, hinter der Regierung stehen, die Regierung sichtbar machen und Gesetze beschließen und dass die ganze Ausdifferenzierung irgendwie auch immer im Dienste dessen steht, nicht wahr? Und dass die ganze Ausdifferenzierung auch mal ein bisschen sagen die Gefahr hat, dass dieses Zentrale irgendwie auch so ein bisschen verloren geht, nicht wahr? Sowohl wenn man überausdifferenziert und überarbeitsteilig wird, wenn man zu groß wird, wie wir das Problem, das wir jetzt auch angegangen sind, wenn man sozusagen sich selber Konkurrenz macht wie mit den Bürgerräten, nicht wahr? Also irgendwie muss ein Parlament auch eine einmalige und altmodische Institutionen sein, die sagen, an wenigen Dingen gut zu erkennen ist. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig und das darf man nicht so ganz aus dem Blick verlieren, wenn man das Parlament reformiert. Und andererseits, und das wäre schon der zweite Punkt, mit Blick auf die Sachverständigenanhörung muss man sich natürlich auch immer klar machen, dass viele Dinge, die man vielleicht besser machen könnte, halt auch einfach besser machen muss und man dafür vielleicht auch nicht immer unbedingt sozusagen eine Regularien braucht. Bei den Sachverständigenanhörungen würde ich immer sagen, naja, also wenn die, was ja auch Kollegen schon gesagt haben, wenn man vielleicht auch mal von anderen Parteien oder Fraktionen gefragt werden würde, als von denen, die einen eingeladen würde, dann wäre die Diskussion schon gleich viel interessanter. Und man muss sagen, manche Sachen einfach machen. Da muss man halt sagen, nicht auch keine großen Regeln zu machen, sondern müssen sie selber sagen, ehrlich sein, was wollen sie? Wollen sie, dass ihnen jemand zustimmt oder wollen sie eine Diskussion haben? Sie kriegen das, was sie wollen. Und wenn sie immer nur dieselben Leute fragen, dann kriegen sie halt immer Zustimmung, sonst kriegen sie eine Debatte. Ich denke, das ist einfach eine Frage, wo man selber auch sagen muss, sie sind selber in ihrem Alltag auch sehr aufgerieben und wollen vielleicht auch erstmal ein bisschen Legitimation von so einem Professor, aber wollen eigentlich keine richtige Debatte haben. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie eine richtige Debatte haben. Aber dann fragen sie einfach auch anders. Und insofern, das ist schon mein letztes Wort, fand ich diesen Ausschuss hier doch irgendwie auch sehr interessant, weil er natürlich eigentlich gleich mal sondern die Sachverständige als politisierte Figuren dargestellt hat. Wir waren hier nicht neutral, sondern wir haben in gewisser Weise bei den Fraktionen gesessen. Wir waren gleich so ein bisschen sagen, Teil eines politischen Prozesses. Und das kann man so beklagen und sagen, das ist ja nicht die Neutralität der Wissenschaft, die wir uns wünschen. Das kann man aber auch als für einen relativ intelligenten Kniff halten, zu sagen, so ist es halt auch. Sachverstand heißt in gewisser Weise, den politischen Prozess auch in eine andere Sprache zu übersetzen und mit anderen Formen irgendwie, mit einer anderen Semantik nochmal durchzudiskutieren. Und das kann auch sehr ergiebig sein. Ich fand das in diesem Fall sehr ergiebig. Ich fand das eigentlich eine gute Idee, so zu machen und gerade auch dem Wahlrecht und dem Parlamentsrecht sehr angemessen und für die Gelegenheit daran teilzunehmen, möchte ich Ihnen sehr herzlich danken. Vielen Dank, Herr Professor Möllers. Dann als nächstes Herr Professor Behnke. Bitte schön.
Ich kann mich im Wesentlichen nur anschließen zu dem, was meine Vorredner jetzt gesagt haben, also Herr Pugelsheim und Herr Möllers. Ja, also auch gerade zur Rolle der Sachverständigen, wobei das Selbstverständnis, gebe ich zu, darüber habe ich mir gar nicht so viel den Kopf zerbrochen und habe das auch für eine gute Idee gehalten, das erst gar nicht zu tun. Aber was der Herr Pugelsheim gesagt hat, das würde ich auch nochmal bestätigen, dass natürlich die Rolle als Sachverständiger meistens doch etwas frustrierend und ja, einfach frustrierend ist, weil man natürlich weiß, dass es eigentlich gar nicht mehr um einen echten Input geht, der in irgendeiner Form noch etwas wirklich verändern soll, sondern dass es eigentlich nur noch um die Bestätigung geht oder um eine gewisse Art von Legitimation, wie der Herr Möllers gesagt hat, und dass man eigentlich faktisch natürlich in der Regel gar keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, weil eigentlich auch gar nicht reagiert werden kann auf die Argumente, die man vorbringt. Aus diesem Grund fand ich auch diesen Ausschuss hier oder diese Kommission in der Tat doch erfrischend anders, weil ich denke, dass diese Auseinandersetzung bis zu einem gewissen Grad zumindest deutlich offener waren und da noch mehr diskutiert werden konnte, als es vielleicht sonst der Fall ist. Und insofern möchte ich mich auch bedanken. Ich fand es auch sehr aufregend und sehr spannend und auch sehr gewinnbringend und habe es auch sehr genossen und mich sehr gefreut und wünsche Ihnen dann eigentlich auch eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank, Herr Professor Behnke. Dann als nächstes Frau Dr. Wawczyniak. Also ich würde vielleicht mal damit anfangen, dass ich weiß gar nicht, ob das die Kommission kann, aber ich ganz spannend finden würde, wenn vielleicht der wissenschaftliche Dienst noch mal eine Zusammenstellung machen würde von Regelungen in den Geschäftsordnungen der Landtage, weil das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit wäre, noch mal zu schauen, was es da an Optimierungsmöglichkeiten gibt. Sollte das der Ausschuss nicht können, vielleicht kann das ja ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete in die Wege leiten. Und will vielleicht mal insofern noch etwas sagen, wie es zum Beispiel in Berlin läuft, weil ich das jetzt nicht alles super finde, aber durchaus interessant. Mal abgesehen davon, dass es dort in der Geschäftsordnung eine Regelung gibt, dass in der Regel die Sitzungen von Zeitpunkt X bis zum Zeitpunkt Y laufen, gibt es dort auch eine Regelung, dass die Redezeiten erstens für jede Fraktion gleich sind. Also man hat diese Abstufung nicht, entsprechend dem Stärkeverhältnis mehr Redezeit und weniger Redezeit. Und es gibt jeweils für die Sitzung eine Höchstredezeit sozusagen. Das heißt also, in Berlin sind das 60 Minuten. Jede Fraktion hat insgesamt 60 Minuten. Es gibt darüber hinaus noch Regelungen, dass man sagt, es gibt einen Prioritätenblock, also sozusagen die Fraktionen müssen gewichten. Das heißt, jede Fraktion hat für ein Thema sozusagen in einer Zeit, die auch noch in der Öffentlichkeit hat, ein Thema und kann weitere Punkte anmelden. Bei anderen Landtagen kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, das wäre noch mal ganz gut, wenn man sich das vielleicht anschauen könnte, um da vielleicht auch noch mal was rauszuziehen. Das Zweite ist, ich fand das richtig, was Herr Pugelsheim zu den Anhörungen gesagt hat, also auch zur Rolle der Sachverständigen, und kann nur sagen, den meisten Spaß haben die Anhörungen gemacht, wo man als Abgeordnete die Sachverständigen gegeneinander ausspielen konnte. Das war großartig, wenn man die Sachverständigen darauf hingewiesen hat, dass der eine doch das gesagt hat und der andere das und dass er vielleicht im ersten Redebeitrag sich zum zweiten Redebeitrag widersprochen hat. Also das fand ich immer sozusagen viel interessanter, als den eigenen Sachverständigen zu fragen. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen wollte, zu diesem Zwischenbericht oder zu diesem Endbericht. Wir hatten den Zwischenbericht, das ist richtig, und wir hatten danach aber über Themen noch mal gesprochen. Und ich zumindest fände es spannend, wenn man in diesem Abschlussbericht vielleicht doch so etwas wie eine Tendenzentscheidung zu bestimmten Fragen hinkriegt. Weil ich schon glaube, dass die Kommission sich sozusagen selbst ermächtigen sollte, dem Parlament auch was vorzuschlagen. Und so richtig was vorgeschlagen haben wir noch nicht. Und vor dem Hintergrund fände ich es richtig, wenn man nach der Sitzung am 20., glaube ich, war es jetzt, noch mal die Möglichkeit hätte, auf Grundlage der Entscheidung am 20., am 27. weitere Änderungsvorschläge zu machen. Aber das überlasse ich jetzt sozusagen den Obleuten oder der Kommission selber. Vielen Dank, Frau Dr. Wawczyniak. Dann als nächstes Frau Professorin Schmal. Bitte schön. Ja,
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Zwei, drei Kleinigkeiten, die mir so im Laufe der letzten halben Stunde noch in den Kopf gekommen sind. Natürlich ist die späte Stunde auch aus meiner Sicht nicht nur weder familienfreundlich, sie ist eigentlich auch nicht wahnsinnig menschenfreundlich, auch für die Abgeordneten ohne Familien. Und bevor man über Redezeitbegrenzung nachdenkt, würde ich tatsächlich, wie das auch Herr Hartmann schon kurz angedeutet hatte, eher darüber nachdenken, ob man nicht die Sitzungswochen um ein, zwei Wochen erweitert. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man vielleicht auch mal gelegentlich einen Freitag hinzunehme. Dann würde wenigstens der Schlaf in Donnerstagnacht garantiert sein. Also ich glaube nicht, dass man zulasten der Debatte bei dem vorhandenen Zeitbudget bleiben sollte. Also ich denke, da sollte man eher darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht tatsächlich etwas an den Zusammenkünften vor Ort ändert, meinetwegen auch hybrid oder digital. Da ist ja schon vieles dazu gesagt worden. Zweitens würde ich kurz gerne noch ansprechen, dass ich die Vergleichbarkeit mit Landesparlamenten und Europäischem Parlament, was dort für Lösungen getroffen werde, jedenfalls im ersten Zugriff für sinnvoll halte. Aber im zweiten Zugriff muss man sich auch bewusst werden, dass die Aufgaben und die Funktionen der Landesparlamente und auch des Europäischen Parlaments doch auch etwas anders sind als beim Bundestag. Das wollte ich nur ein klein wenig Wasser vielleicht in den Wein gießen, was das anbelangt. Ein Punkt ist noch, glaube ich, in der Debatte nicht ganz so stark angesprochen worden. Herr Thome hat das, glaube ich, in den Raum geworfen, das ist der legislative Fußabdruck. Grundsätzlich ist Transparenz zu befürworten. Dennoch gilt natürlich auch eine gewisse Vertraulichkeit des Wortes und vor allen Dingen auch die Frage der Kontrollierbarkeit. Also es muss schon auch noch jedem Abgeordneten, jeder Abgeordnete aus meiner Sicht möglich sein, Flurgespräche zu führen, mit jemandem zu telefonieren, auch außerhalb des Parlaments. Der letzte Punkt, in der Tat ist es so, dass Kündigungen von völkerrechtlichen Verträgen bislang nicht vom Parlament zugestimmt werden müssen. Es gilt dort leider keine Actus Contrarius-Lehre. Und deswegen habe ich ja dafür plädiert, dass man das vielleicht auch entsprechend ändern könnte. Der Hintergrund dafür ist, dass man natürlich 1949 gedacht hat, wenn wir einen völkerrechtlichen Vertrag beitreten oder den ratifizieren, muss man das Parlament befragen. Beendigen wir einen völkerrechtlichen Vertrag, nehmen wir ja der nationalen Souveränität nicht, sondern geben ja was zurück. Aber das hat sich eben in den letzten Jahren ja doch deutlich geändert mit den ordnungsrechtlichen, völkerrechtlichen Verträgen, die stark angestiegen sind. Also diese gesetzesinhaltlichen Verträge wie Menschenrechtsverträge, Umweltschutzverträge und dergleichen mehr. Das waren die paar Punkte, die ich noch sagen wollte. Vielleicht noch der allerletzte Punkt. Selbstverständlich das, was Herr Möllers und Herr Puckelsheim und auch, glaube ich, Herr Behnke auch schon gesagt haben zu den Sachverständigenanhörungen. Da schließe ich mich völlig an. Ganz zum Schluss auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Mitwirkung an dieser Kommission. Das war eine Freude und eine Ehre. Und ich denke, dass der Erkenntnisgewinn sicherlich bei jedem, auch bei mir, vorhanden war. Und das ist doch schon auch eine insgesamt sehr interessante Sache. Also ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Professorin Schmal. Und dann als letzter der Sachverständigen noch Herr Professor Šešek. Bitte schön. Eine ist die Frage der Parlamentspraxis der Belastung der Zeiten. Herr Steffen hat ja eben, bevor er ging, nochmal seine Rede zu Protokoll hochgehalten. Und dieses Ritual zeigt, dass gewisses Entwicklungspotenzial noch da ist. Das ist eine Eigenart, die sich entwickelt hat, die eigentlich dem Parlament eher einen Tort antut, als dass es was bringt. Also da ist Reformpotenzial. Das betrifft erst recht dann die Nachtsitzungen eben mit den verschiedenen Nachteilen, die haben. Und ich glaube, man kann vieles überlegen. Vieles wurde schon gesagt. Vielleicht kann man auch andersrum anfangen, dass man sich tatsächlich darauf einigt, ein radikaler Schnitt, aber sagt, es gibt eine bestimmte Zeit und dann ist Schluss. 22 Uhr oder 23 Uhr oder 21 Uhr, weil ich vermute, dass die anderen Mechanismen dazu führen, dass das Problem an diesen Stellen dann auch wieder auftauchen wird, dass dann eben in der Zusatzwoche dann doch am Ende die Zeit knapp wird und so weiter und so fort.
Wenn Sie eine feste Zeitgrenze wählen, wirkt sich das auf die vorgelagerten Schritte eben aus. Das heißt, die wichtigen Sachen kommen dann doch zuerst zur Sprache, die unwichtigen vielleicht nicht und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht tatsächlich damit anzufangen, dass nach 22 Uhr eben dann nicht mehr debattiert wird und dass dann eben Schluss ist. Das könnte den Prozess eben umkehren. Zum Internationalen, das finde ich sehr interessant. Das lag und liegt mir sehr am Herzen, nicht zuletzt, weil ich mit dem Kollegen Franz Mayer über Jahre die Verfahren begleitet habe, er für die Bundesregierung, ich für den Bundestag. Wir haben da echt viel Arbeit und auch Hirnschmalz reingesteckt und sind sehr froh, dass wir das über die Grenze bekommen haben. Und man sieht ganz gut daran, dass das CETA eben auch insoweit Pilotverfahren für den Bundestag ist und der Bundestag eben mitwächst mit der Aufgabe, mit der neuen Funktion, die dazukommt. Und dass die Ausschussarbeit eben das leisten kann, dass sie vielleicht hier und da aufgebessert werden muss in der Leistungsfähigkeit, aber dass das geht und dass der Bundestag sich dem produktiv und positiv annehmen kann, deswegen auch die Vollzugsbegleitung leisten wird. Ob das ein Unterausschuss wird, da bin ich allerdings ein bisschen skeptisch. Da gilt ein bisschen das, was Christoph Mattes gesagt hat. Wenn man anfängt, das zu breit aufzustellen, verliert man die Zentralität und die politische Rückkopplung. Deswegen bin ich damit dann nicht ganz glücklich. Ich glaube, tatsächlich muss man sich dann auf die wichtigen Dinge dann beschränken, die hochgeben und das nicht zu weit weggeben, nicht zu weit ausdifferenzieren. Dann leidet die Darstellung der zentralen politischen Dinge. Da sollte man über andere Dinge eben nachdenken, es lieber doch im Ausschuss lassen und damit aber dessen Wichtigkeit und Bedeutung vielleicht nur ein bisschen insgesamt aufstufen. Ich glaube, das wäre der interessantere Weg. Die Sachverständigenanhörung, gleichfalls auch wie Herr Puckelsheim, möglichst früh statt spät, das ist sonst uninteressant. Und dann, wenn das früh stattfindet, vielleicht passiert es dann auch anders, eben nicht das Ritual, dass der eigene, Anführungszeichen, bestellte, Ausführungszeichen, Sachverständige nur befragt wird, sondern dass tatsächlich auch eben die anderen mal befragt werden. Und damit schließt sich ein bisschen der Bogen, weil die Erträge, die man abholen kann, wenn man es anders macht, glaube ich, hat tatsächlich hier die Ausschussarbeit, auch die Kommissionsarbeit sehr gut gezeigt. Weil ganz schnell das hier eben passierte, dass nicht entlang der gedachten oder wirklichen politischen Grenzen gefragt wurde, sondern bewusst eben darüber hinaus, dass die Fragen eben auch an die Sachverständigen der anderen Seite des Halbrunds eben gestellt wurde. Und das waren die interessanten Fragen. Die Debatten, die dann kamen, auch untereinander, auch unter uns Sachverständigen, waren sehr interessant, sehr ertragreich, sehr aufschlussreich. Vielleicht hier und da anstrengend, aber nicht anstrengend, weil es persönlich unfair war, sondern weil es Sachdinge gefördert hat und Erkenntnisprozesse, die teilweise neu waren, auch in der Kontrast, der dann hervorkam, eben auch nochmal sehr deutlich geworden ist. Aber ich hoffe, dass für Sie als Parlamentarier Dinge klar geworden sind, wie Sie sich aufstellen, wie Sie damit umgehen. Ich kann nur sagen, dass es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und mich für die Arbeit insgesamt bedanke, auch für die unterstützende Leistung, die dann mir im Hintergrund erfolgte, das Sekretariat, die aber auch immer hervorragend war. Also auch insoweit nochmal Dankeschön von meiner Seite und ich bin gespannt, wie Sie mit den Dingen umgehen werden, die hier besprochen worden sind. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Szeszik. Damit wären wir am Ende der Sachverständigenliste. Ich schaue noch mal, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann würde ich die Tätigkeit heute unserer Arbeit beenden, würde aber noch ausdrücklich für die Zuschauer und Zuschauerinnen darauf hinweisen, wie der weitere Zeitplan ist, nämlich, dass wir bis zum 13. Februar 2023 einen Vorschlag für den Abschlussbericht vom Ausschusssekretariat bekommen. Sie werden sich jetzt also fleißig dran setzen. Schon jetzt dafür vielen Dank. Dann, haben wir uns vorgenommen, bis zum 3. April den Fraktionen Gelegenheit zu Änderungsvorschlägen zu geben, über die wir dann am 20. April 2023 in einer Beratungssitzung abschließend entscheiden wollen. Als Reservetermin, falls wir doch etwas länger brauchen, haben wir uns den 27. April vorgenommen. Dann wäre ich durch, darf auch im Namen, da gibt es noch eine Wortmeldung, bitte schön. Es hat sich bei uns ergeben, Sie können gerne gleich auch selbst noch was dazu sagen, dass unsere beiden Sachverständigen, Professor Szeszik und Frau Professor Schmal, Probleme hätten, am 20. April mitwirken zu können. Die Frage ist, ob wir das irgendwie anders steuern können oder ob wir uns dann noch mal darüber unterhalten können. Das war bei der Obleuterunde eben noch nicht uns bewusst. Das ist aber vielleicht eine kleine Arrondierung. Ich meine, wir haben ja den Reservetermin, ob wir das dann irgendwie so steuern, dass wir da hinkommen.
Also das ist ja von den zahlreichen Terminen jetzt ein Datum, wo es eine Änderung gewünscht wird. Da wäre jetzt mein Vorschlag, wir beschließen den Vorschlag, wie ihn die Obleute gemacht haben, prüfen aber wohlwollend dieses Anliegen der Union in der einer der nächsten Obleute-Runden. Oder ihr gebt Bescheid, aber ich sage mal, die eine Woche, darüber. Also meine Bitte wäre es, so zu beschließen heute und wohlwollend gleich in eine Prüfung einzutreten. Dann kann ich so allseitiges Kopfnicken zur Kenntnis nehmen zu dem Zeitplan, wie ich ihn gerade verlesen habe. Dann ist er so einstimmig beschlossen. Ganz herzlichen Dank. Und dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt weitere Zeitplanung, komme schon zum Punkt Verschiedenes, wo es aus Sicht des Sekretariats und von uns Vorsitzenden nichts zu sagen gibt, weil alles besprochen ist. Dann darf ich mich auch im Namen meiner Mitvorsitzenden Nina Wagen ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Es war sehr produktiv und wir freuen uns dann auch schon, die Ergebnisse dann auch im Parlament vor allem umsetzen zu können. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, muss man fast sagen, bis morgen um 3. Machen Sie es gut. Es fehlen jetzt einige. Ich hätte jetzt gesagt, das Bild gibt es dann, wenn wir die Arbeit absolviert haben im April. Ja. Zug um Zug. Okay, aber die Sitzung ist offiziell geschlossen. Vielen Dank.